Mit dem Grillfest zum Thema Geldschöpfung und dem Geldschöpfungsgewinn sollen grundlegende Funktionsmechanismen unserer Geldordnung geklärt werden, die in der AG Geldordnung und Finanzpolitik heftig umstritten sind und in den verschiedensten Varianten im Forum diskutiert werden. Im Wiki der AG Geldordnung und Finanzpolitik lässt sich der Disput im Detail nachverfolgen. Hier finden sich auch das Positions- und Kontrapapier, in denen die unterschiedlichen Thesen begründet werden. Anhand von 5 Thesen und einer Kontrathese sollen die wesentlichen Streitpunkte auf den Punkt gebracht werden. These 1. Bei jeder Form der Geldschöpfung entsteht ein Geldschöpfungsgewinn, der in etwa dem Nominalbetrag der Geldschöpfung entspricht. Wenn diese These stimmt, bedeutet das, dass die Geldschöpfung das mit Abstand profitabelste Geschäft ist. Die These 2 lautet, wird der Geldschöpfungsgewinn dauerhaft über Zinsen realisiert, dann entspricht der Barwert der Zinsen dem Nominalbetrag der Geldschöpfung. Durch diese These wird gezeigt, dass es keinen Unterschied ausmacht, ob der Geldschöpfungsgewinn einmalig oder dauerhaft über Zinsen realisiert wird. Diese These ist nicht ganz intuitiv, weil man annehmen könnte, dass ein Zinsertrag über eine beliebig lange Zeit den Nominalbetrag übertreffen müsste. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass Zahlungen zu unterschiedlichen Fälligkeitsterminen nicht einfach aufaddiert werden dürfen, sondern nur die sich aus den Zahlungen ergebenden Barwerte. Die These 3 lautet, in unserer heutigen Geldordnung wird der Geldschöpfungsgewinn hauptsächlich vom Bankensektor vereinnahmt. Unbemerkt von der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit hat sich durch die Einführung des Girokontos für jedermann in den 1960er Jahren der Geldschöpfungsgewinn vom Staat auf die Geschäftsbanken übertragen. Die These 4 lautet, die Geldschöpfung im Bankensektor führt zur Ausbeutung der Realwirtschaft und zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Bankensektors, wenn das Nachmachen und in Verkehr bringen von Banknoten und Münzen, besser bekannt unter Geldfälschen, verboten gehört, dann erst recht das Nachmachen und in Verkehr bringen von Giralgeld durch Nicht-Zentralbanken. Die These 4 ist eine Konsequenz aus der dritten These. Für fast alle Menschen ist es einleuchtend, dass das Fälschen von Banknoten und Münzen verboten gehört. Giralgeld unterscheidet sich von Banknoten und Münzen nur in der Verpackung, das heißt in der Art des Nachweises. Mittlerweile werden wertmäßig 99% aller Zahlungen bargeldlos mit Giralgeld bezahlt. Das Geld für diese bargeldlosen Zahlungen wird aber nicht vom Staat, sondern von den Geschäftsbanken hergestellt und in Umlauf gebracht. Und dementsprechend geht der Geldschöpfungsgewinn nicht mehr an den Staat, sondern an die Geschäftsbanken. Die These 5 lautet, wenn die Geldschöpfung des Bankensektors auf die Zentralbank zurückübertragen werden würde und der Geldschöpfungsgewinn analog zu Münzen einmalig realisiert werden würde, dann könnte mit dem dabei realisierbaren Geldschöpfungsgewinn die Staatsverschuldung Deutschlands in Höhe von ca. 2.000 Milliarden Euro getilgt werden. Die These 5 verdeutlicht, um welche Größenordnung es sich beim Geldschöpfungsgewinn handelt. Die Umstellung ist deshalb noch möglich, weil die Geschäftsbanken das von ihnen geschöpfte Geld zum größten Teil nicht verkauft, sondern verliehen haben. Das heißt, der von den Banken vereinnahmte Geldschöpfungsgewinn bezieht sich nicht auf den Nominalbetrag des geschöpften Geldes, sondern auf einen Teil des Zinsertrages. Die Kontrathese lautet, ein Geldschöpfungsgewinn liegt vor, wenn er zum Zeitpunkt der Geldschöpfung vorliegt. Gewinne aus Kreditgeschäften, mit oder ohne Geldschöpfung, sind nicht vorherbestimmbar, deshalb trifft der Begriff Geldschöpfungsgewinn nicht zu. Durch die Kontrathese wird der Geldschöpfungsgewinn mehr oder weniger bestritten. Die nun anschließende Diskussion soll klären, ob es einen Geldschöpfungsgewinn gibt oder nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir beginnen die Diskussionsrunde. Und das Thema ist ja Geldschöpfung und Geldschöpfungsgewinn. Bevor wir in die Diskussion gehen, bitte ich Sie, Herr Lange, und auch Herr Reich, dass Sie sich vorstellen. Ich weiß nicht, Herr Lange, ob Sie den Herrn Reich kennen.
Er schreibt gerade aktuell an einer Doktorarbeit zu diesem Thema. Und deshalb hatte ich ihn auch gebeten, über das, was schon vorher veröffentlicht wurde, dass er dann vielleicht auch mit diskutiert. Das ist sehr interessant. Das ist ja ein ziemlich schmales Thema. Und vielleicht können der Herr Reich und ich uns später mal mit E-Mail in Verbindung setzen, weil ich natürlich sehr interessiert bin, was er in seiner Doktorarbeit macht. Ja, mein Name ist Carsten Lange. Ich habe studiert in Hannover, habe dort auch meinen Doktor erhalten und dann später habilitiert und bin im Jahr 2002 in die USA gegangen, an die California State University. Und die Verbindung, die ich zum Senior Rich habe, ist, dass ich meine Doktorarbeit über Senior Rich geschrieben habe, was zwar schon eine Weile her ist, aber ich habe immer wieder auch mal Forschung hier auch mit Kollegen in den USA zum Thema Senior Rich gemacht. Herr Reich, dann haben Sie jetzt das Wort. Dann einen schönen guten Abend von mir. Wie gesagt, ich bin Doktorand an der Uni Frankfurt. Ich promoviere hier bei Professor Scheffold. Das Thema ist nicht nur Seniorage, denn wie gesagt, wie Herr Lange gesagt hat, das ist ein enges Thema. Es geht dann quasi um die Kapitel danach, die Herr Lange in seiner Dissertation ja auch angedeutet hat, nämlich dann im zweiten Schritt die Geldschöpfung durch die Banken und nicht nur die Buchgeldschöpfung, sondern eben auch die weiteren Finanzprodukte, die es geht. Das ist so das Thema und der Name wird dann sein, der das zusammenfassen soll, systemisches Risiko als externer Effekt. Ich habe mir den Verlauf der heutigen Diskussion so vorgestellt, dass wir zuerst Position und Definition einnehmen, dass wir dann zweitens über die Geldschöpfung und die Geldvernichtung reden und dann zum Geldschöpfungsgewinn kommen. Diese Diskussion, diese sogenannte Expertenrunde, haben wir deshalb angesetzt, weil wir haben in einer internen Diskussion zunächst mal versucht, das Thema zu klären. Aber es hat sich herausgestellt, dass das Thema dann, wenn es in die Details geht, doch komplexer und komplizierter ist, als man es denkt. Es gibt die eine Position, die ich vertrete, die gewissermaßen sagt, Geldschöpfungsgewinn gibt es immer, egal ob bei der Zentralbank oder bei den Geschäftsbanken, und es entsteht auch ein Geldschöpfungsgewinn. Die Gegenposition, die möchte ich natürlich von denen vortragen lassen, die sie auch vertreten haben. Und deshalb bitte ich Axel und Nikolai zu Wort. Ja, ich kann vielleicht ganz kurz skizzieren, was unsere Position ist. Wir gehen das eher, oder zumindest meine Herangehensweise ist eher kommunikationstechnisch, wie wenn ich sage, ich habe einen XYZ-Gewinn, dann erzeuge ich damit beim Zuhörer den Eindruck, dass dieser Gewinn nicht existieren würde, wenn es XYZ nicht gäbe. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, unsere gesamte Wirtschaft basiert auf Geld und von daher, das Geld wurde geschöpft und wenn das Geld nicht geschöpft würde, dann könnte unsere Wirtschaft nicht funktionieren und von daher ist jede Form von Gewinn ein Geldschöpfungsgewinn. Aber das ist natürlich dann so tautologisch, dass es wieder trivial ist. Auf der anderen Seite kann man die Frage stellen, ob dann zum Beispiel bei Banken, die ja in der Kreditvergabe Geld schöpfen, ein Gewinn entsteht, der nur durch die Geldschöpfung entsteht. Und da ist dann eben die Frage, naja, ist das nicht eher ein Kreditvergabegewinn, der auch bestünde, wenn die Geldschöpfung nicht in dieser Form über die Bank laufen würde, denn auch wenn die Bank ohne Geldschöpfung, so wie das klassisch ja erzählt wird, tatsächlich das Geld der Einleger weiterverleiten würde, gäbe es ja eine Differenz zwischen den Zinsen, die die Bank auf die Kredite einnimmt und auf der anderen Seite den Zinsen, die die Bank auf die Einlagen auszahlt. Und diese Differenz ergibt natürlich einen Gewinn für die Bank, der an die Kreditvergabe gekoppelt ist, ganz unabhängig von der Geldschöpfung. Das heißt, um für einen Geldschöpfungsgewinn tatsächlich zu argumentieren, müsste man belegen können, dass diese Zinsdifferenz größer ist. Und da bin ich einfach mal gespannt, was Sie, Herr Lange und Herr Reich, zu diesem Thema dann sagen werden, was diese Zinsdifferenz angeht. Also ich habe unter Geldschöpfung, untersuche ich einmal immer nur den reinen Akt der Geldschöpfung und untersuche an der Stelle, entsteht da eine Einnahme oder ist das ein Nullsummenspiel? Ist an der Stelle eine Einnahme, ein Gewinn vorliegen, dann nenne ich das Geldschöpfungsgewinn im Sinne der klassischen Seniorage und Schlagschatz. Alles andere, da stimme ich Nikolai zu und da sind wir auch einer Ansicht bis jetzt, ist ein Ergebnis eines operativen Geschäftes, das unabhängig von Geldschöpfung genauso auftreten kann.
Also ich setze eine Zeitpunktsangelegenheit an. Einmal den Zeitpunkt der Schöpfung selbst und damit ist für mich die Sache beendet. Ich würde einen Vorschlag machen, vor allen Dingen auch für die, die vielleicht nicht so tief in der Materie sind und für die, die sich das später anhören, dass wir vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, was Geld ist und wie Geldschöpfungsgewinn entsteht. Die erste Frage ist, was ist Geld? Und da ist leider die Umgangssprache nicht besonders korrekt, weil Leute sagen, ich verdiene so und so viel Geld und wenn ich etwas verdiene für meine Arbeitsleistung, das ist Einkommen. Und wir müssen ganz deutlich unterscheiden zwischen Einkommen und Vermögen. Wenn ich irgendetwas kaufe und das in irgendeiner Weise bezahlen muss, dann kann ich mich entweder verschulden, das heißt im Grunde, ich bezahle nicht. Ich kann das aus meinem Einkommen bestreiten oder ich kann es aus meinem Vermögen bestreiten. Das ist all das Einkommen, das ich in der Vergangenheit nicht benutzt habe. Und einer dieser Vermögensbestandteile ist Geld. Andere Vermögensbestandteile könnten Wertpapiere sein, das kann mein Haus sein, das können irgendwelche Optionsscheine oder wie auch immer geartete finanzielle Instrumente sein. Die meisten dieser Vermögensbestandteile bringen mir einen Ertrag. Geld bringt mir keinen Ertrag, keinen monetären Ertrag. Ich bekomme keine Zinsen auf mein Geld. Geld ist Bargeld, das, was ich in der Tasche trage und in einer engen Definition das, was auf dem Girokonto ist. Das Bargeld kommt offenbar von der Zentralbank. Das, was auf dem Girokonto ist, kommt von den Geschäftsbanken. Und damit stellt sich die Frage, wie kann eine Geschäftsbank Geld produzieren? Und die Frage, der vorhergehende Diskussionsbeitrag sagte, war, wir müssen sehen, ob der Geldschöpfungsgewinn von der Kreditvergabe kommt oder ob er von der Geldschöpfung kommt. Das lässt sich im Grunde nicht trennen, weil in dem Moment, wo die Kreditvergabe stattfindet, findet auch die Geldschöpfung statt. Wir können uns einfach ein Beispiel vorstellen. Ich habe ein schönes Haus, das habe ich gerade gekauft. Und mein Einkommen reicht gerade so eben und jetzt würde ich mir gerne noch ein Auto kaufen. Mein Haus ist abbezahlt, schön wär's. Jetzt ist die Frage, wie kann ich mir das Auto kaufen? Ich gehe zur Bank und sage, ich möchte gerne einen Kredit haben, über 10.000 Euro. Den bekomme ich höchstwahrscheinlich, weil mein Haus ja abbezahlt ist und als Sicherheit dienen kann. So, jetzt gibt mir die Bank den Kredit über 10.000 Euro. Und ich habe ein Kreditkonto, das mit 10.000 Euro im Negativen ist. Und das Geld wird auf mein Girokonto überwiesen. Jetzt stehen 10.000 Euro auf meinem Girokonto. Jetzt ist Geld entstanden, denn plötzlich ist das Guthaben von allen Deutschen auf den Girokonten um 10.000 Euro gestiegen. Und das genau ist Geldschöpfung. Und die Bank generiert aus dieser Geldschöpfung heraus einen Gewinn. Denn ich muss für meinen Kredit bezahlen und ich kriege für mein Girokonto keine Zinsen. Die Frage ist, warum würde ich sowas machen? Weil ich wollte mir ja ein Auto kaufen. Ich kaufe das Auto von meinem Reich und überweise das Geld, was auf meinem Girokonto ist, 10.000 Euro, auf sein Girokonto. Für Deutschland hat sich damit nichts geändert. Die 10.000 Euro gehen von einem Deutschen zum nächsten Deutschen. Das Geld ist immer noch da. Die Bank hat Geld geschöpft. Die Bank zahlt, nehmen wir an, wir sind bei derselben Bank, die Bank zahlt keinen Zins für das Giralgeldguthaben von Herrn Reich und ich muss Zinsen auf meinen Kredit zahlen. Damit ist Geldschöpfungsgewinn entstanden. Der ist aber auf beiden Seiten gleichzeitig entstanden. Er entsteht nicht nur daraus, dass ich die Zinsen zahle, sondern er entsteht auch daraus, dass die Bank den Gegenwert, nämlich die 10.000 Euro auf dem Girokonto von Herrn Reich, kostenlos erhalten hat. Macht das Sinn, wie Geld entsteht? Aus meiner Sicht ja. Die Frage ist natürlich, ob Axel und Nikolai damit einverstanden sind. Nein, also diese Geschichte von der Geldschöpfung, da sind wir uns, glaube ich, vollkommen einig. Ich hätte nur gerne noch eine Anmerkung gemacht. Und zwar, so wie Geld jetzt definiert ist, da bleibt ja eigentlich das Geld, das innerhalb der Banken, zwischen den Banken verwendet wird, außen vor. Und nach meiner Auffassung müsste man das eigentlich mit hereinziehen. Deshalb habe ich mal versucht, eine andere Form
der Definition von Geld zu machen, indem ich gesagt habe, was ist eigentlich der gemeinsame Kern von all diesem Geld, von diesen ganzen Verträgen? Und es ist letztendlich, es ist der Anspruch auf Zahlungen zu irgendeinem Zeitpunkt. Das ist ja auch dann die Definition des Finanzinstruments. Und ich glaube, das ist eigentlich der moderne Geldbegriff. Deshalb würde aus meiner Sicht die Definition lauten, Geld ist ein Anspruch auf Geld. Und der Rekursionsanfang dieser rekursiven Definition wäre, ein Anspruch auf Geld gegen die Zentralbank ist Geld. Dann hätte man zum einen das Bargeld und zum anderen das Chiralgeld der Zentralbank oder das Chiralgeld als Geldmenge im Null. Und alles, was dann daraus entsteht, sind im Grunde genommen Formen von Geld. Das eine wird als Zahlungsmittel verwendet, als Transaktionskasse und das Geld, wo die Fälligkeit noch aussteht, das wäre dann das Geld für die Wertaufbewahrung. Wie stehen Sie zu dieser Definition? Da stimme ich weitgehend mit überein. Das Geld im engsten Sinne ist eine Forderung gegen die Zentralbank. Das ist dann aber nur Bargeld. Oder falls ich ein Konto bei der Zentralbank hätte. Aber das können wir, glaube ich, getrost mal außen vor lassen, weil das vielleicht nicht so relevant ist. Das Giralgeld, das Geld, was der Herr Reich auf seinem Konto hat, nachdem ich die 10.000 Euro überwiesen habe, da hat er eine Forderung gegen seine Bank oder gegen das deutsche Bankensystem. Und wahrscheinlich ist es am einfachsten zu sagen, gegen das deutsche Bankensystem, dann brauchen wir Zahlungen zwischen den Banken nicht berücksichtigen. Der Punkt ist natürlich, dass er diese Forderung, die er gegen seine Bank hat, jederzeit umwandeln kann in eine Forderung gegen die Zentralbank, nämlich in Bargeld. Und in dem Moment, wo er das macht, da verschwinden tatsächlich, wenn er es vollständig macht und 10.000 Euro abhebt von seinem Konto und es damit umwandelt, damit verschwindet dann das Geld aus dem Bankensektor und geht hin in den öffentlichen Sektor. Ja, die Dokumentation des Bargeldes erfolgt dann ja auf der Passivseite der Zentralbank, nennt das ja der Position Bargeld im Umlauf. Insofern ist Bargeld eine Umwandlung von Giralgeld. Und da es aus dem Bankensektor verschwunden ist, es befindet sich ja nun real bei uns, bei den Nichtbanken, bei Herrn Reich, anfassbar, ist die Gegenposition jetzt auf der Zentralbank gelandet. An dieser Stelle, was die Umwandlung des Chiralgelds angeht, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um mit einer Frage nachzuhaken. Denn Sie haben ja zuerst geschildert, wie ein Kredit vergeben wird und Geld geschöpft wird und gesagt, naja, auf das Chiralgeld werden jetzt keine Zinsen bezahlt, aber die Bank nimmt natürlich Zinsen für den Kredit entgegen und hat dadurch einen Gewinn, den man jetzt je nach Einstellung Geldschöpfungsgewinn nennen könnte. Die Frage ist jetzt aber, wie Sie ja schon angedeutet haben, dieses Giralgeld bleibt nicht unbedingt Giralgeld, sondern es kann abgehoben werden. Realistischer ist aber vielleicht, dass der Empfänger dieses Geld dann umwandelt in, sagen wir mal, Festgeld. Und die Banken zahlen ja Zinsen auf Festgeld. Jetzt stellt sich aber die Frage, warum sie das denn machen. Also wenn sie auf der einen Seite diesen Gewinn durch die Geldschöpfung haben, und man das sozusagen trennt von diesem Geschäft des Angebots des Festgeldes, das ja dann anscheinend ein reines Verlustgeschäft ist. Warum bieten denn die Banken denn dann Festgeld an für die Kunden? Darf ich kurz zurückfragen? War die Aussage eben, dass man sich Geld leiht bei der Bank und es dann wieder bei der Bank anlegt gegen einen Festzins? Das halte ich nämlich für sehr unwahrscheinlich. Natürlich nicht die gleiche Person, aber irgendjemand wird ja bezahlt. Also man nimmt den Kredit ja auf, um sich etwas zu kaufen. In dem Beispiel von Herrn Lange kauft er sich ein Auto von Ihnen und Sie geben jetzt das Geld entweder weiter aus oder kaufen davon Wertpapiere oder legen es vielleicht als Festgeld bei der Bank an. Und weshalb ist das für die Bank ein Verlustgeschäft? Das verstehe ich immer noch nicht. Da führe ich aus. Diese 10.000, das hat der Herr Lange ja gesagt und das ist ja völlig richtig. Die 10.000, die bei Herrn Lange entstanden ist, und ich sehe das so, der Herr Lange hat sie erzeugt bei der Bank und hat sie in Umlauf gebracht durch die Bezahlung des Autos bei Ihnen, Herr Reich. Diese 10.000 sind auch bei Ihnen immer noch völlig unbelastet für die Bank. Die kostet die Bank nichts. Wenn Sie aber jetzt beigehen und ein Angebot Ihrer Bank wahrnehmen, 2,7%, dann hat die Bank mit schlagartig von diesen 10.000, die bisher null waren, null Kosten hatten, 2,7% Kosten.
Und da ist die Frage, warum legt sich die Bank Kosten auf etwas auf, die sie vorher gar nicht hatte? Das Problem ist ja für die Bank, wenn man die Passivseite und die Aktivseite sieht. Auf der einen Seite hat sie eine Forderung gegen mich, auf der anderen Seite hat sie eine Verbindlichkeit gegen Herrn Reich. Wenn sie das mit allen Kunden so machen würde und ich habe einen Kredit, der eine Laufzeit von 10 Jahren hat, aber der Herr Reich und alle Leute, die ihre Autos verkauft haben, können ihr Geld praktisch von heute auf morgen abziehen, zum Beispiel in Bargeld umwandeln oder ins Ausland transferieren oder was auch immer, dann läuft die Bank ein hohes Risiko, dass diese Mittel abgezogen werden, diese kurzfristigen Mittel, die praktisch von einem Tag auf den anderen gekündigt werden können, ohne dass sie die entsprechenden Mittel von den Kreditgebern zurückbekommen können. Deshalb hat die Bank ein Interesse daran, einen Teil ihrer Verbindlichkeiten längerfristig zu binden. Zum Beispiel in Festgeld. Aber wir können vielleicht viel extremer sein. Wir können sagen, der Herr Reich kauft einen Sparbrief mit 5 Jahren Laufzeit. Dann hat natürlich die Bank einen kleineren, und ich hätte Schwierigkeiten, das Gewinn zu nennen, weil in dem Moment, wo er einen Sparbrief kauft, wird das nicht mehr als Geld bezeichnet, sondern dann wäre das Geld einfach verschwunden. Es wäre nicht verschwunden, sondern es wäre transferiert in ein anderes Aktivum, nämlich vom Girokonto einen Sparbrief. Ich fand es eben deswegen unverständlich, glaube ich, und das hat der Herr Lange eben, glaube ich, schon ausgeführt. Ich habe es unverständlich gefunden, weil die Kritiker, also die beiden, die ich ja als Kritiker der Geldschöpfungsgewinne wahrnehme, quasi nach dem Normalfall, also dass das geliehene Geld auch eingelegtes Geld war, dass sie das nicht als Normalfall akzeptiert haben. Also man könnte es ja auch andersrum sagen, wenn alles, wie bei einem Bond ist normalerweise passiert, alles verliehene Geld, also dass sich der Herr Lange geliehen hat, um sich das Auto bei mir zu kaufen, wenn ich das komplett verzinst anlege, dann würde ich nämlich auch, genau wie Herr Lange gerade sagte, davon sprechen, dass das Geld quasi nicht mehr da ist, sondern dass es umgewandelt hat in ein Sparguthaben und dann gibt es eben keinen Geldschöpfungsgewinn für die Bank sozusagen. Oder wenn ich es abgehoben hätte, wäre das derselbe Fall. Wenn man jetzt nur noch zugibt, dass es möglich ist, dass ich einen Teil des Geldes nicht abhebe oder einen Teil des Geldes nicht anlege, sondern auf meinem Girokonto unverzinslich liegen habe, dann hat man die Geldschöpfungsgewinne. Und das ist eine Besonderheit, die nur die Banken haben. Und dann hätten wir das eigentlich jetzt schon einvernehmlich. Das ist ein guter Punkt, den der Herr Reich dort anspricht, weil wir müssten uns eigentlich nicht so sehr fragen, warum macht das die Bank? Wir müssten uns fragen, warum will der Herr Reich überhaupt Giralgeldguthaben haben, auf das er keine Zinsen kriegt, wenn er sich doch jederzeit einen Sparbrief kaufen kann? Und die Logik dahinter eben, und das hat er eben auch schon indirekt angesprochen, ist, dass er vielleicht einen Teil dieser 10.000 Euro anlegt, aber er möchte ja selbst auch flexibel sein, um sich vielleicht morgen selber ein Auto zu kaufen, aber er weiß noch nicht, ob er sich eins kauft. Deshalb möchte er flexibel sein und deshalb ist er bereit, für diese Flexibilität, für diese Liquidität, die er hat, auf Zinsen verzichten. Ich wollte da noch mal einen Punkt anbringen, und zwar für jemand, der nicht so in dem Thema steckt, der geht ja immer von der Vorstellung aus, dass die Einlagen der Nichtbanken das ist, was die Bank dann als Kredite ausgibt. Und dass das nicht der Fall ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der geklärt wird und der ja auch hier schon angesprochen wird. Und um das nur noch mal zu verdeutlichen, die Einlagen, die haben Zinsen, die eine Nichtbank für ihre Einlagen bekommt, bekommt sie dafür, dass sie das Geldterritorium der Bank nicht verlässt. Denn wenn sie es verlässt, dann kann die Bank nicht mehr den Geldschöpfungsgewinn realisieren, sondern dann wird der Geldschöpfungsgewinn von der Bank realisiert, auf die überwiesen wird. Und das scheint mir ein sehr wichtiger Aspekt in dem gesamten Zusammenhang zu sein. Ich muss an einer Stelle ganz kurz nachhaken. Herr Lange, das Giralgeld ist für die Bank kein Aktivum, sondern ein Passivum. Und das Festgeld ist auch ein Passivum. Für den Herrn Reich ist beides ein Aktivum. Also die Bank bleibt im Passivum. Und die andere Sache ist, sollte der Herr Reich die kompletten 10.000 auch über 10 Jahre festlegen, dann können Sie nur hoffen, dass es genügend viel anderes Geld gibt, dass Sie Ihre Raten tilgen können. Denn diese 10.000, die da jetzt festliegen, das sind die Tilgungsmittel von Ihrem Kredit. Nein, zu dem Aktiv und Passiv, das ist völlig korrekt. Giralgeldguthaben sind ein Passivum der Banken und ein Aktivum von Herrn Reich. Da war ich, glaube ich, nicht genau genug zu sagen, für wen das jeweils ein Aktivum und Passivum ist.
Aber ich habe ja Einkommen. Das habe ich nur nicht jetzt. Das habe ich in der Zukunft. Und mit diesem Einkommen stottere ich langsam aber sicher meinen Kredit ab. Und das Einkommen bekomme ich von meinem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber hat selbst Giralgeldguthaben, das vielleicht früher geschöpft worden ist. Und das geht dann an mich. Ich zahle meinen Kredit ab. Und in dem Moment, wo das passiert, wenn, nehmen wir mal an, ich bekomme 100 Euro Einkommen und ich benutze das, um meinen Kredit abzuzahlen, dann hat mein Arbeitgeber 100 Euro weniger Geld, sprich Deutschland als Ganzes hat 100 Euro weniger Geld. Wenn es zu mir gelangt, ist noch kein Effekt da, aber in dem Moment, wo ich es benutze, um meinen Kredit abzubezahlen, wird das Geld dann praktisch wieder vernichtet. Könnte man auch sagen, die Einlagen der Nichtbanken sind so eine Art temporäre Geldvernichtung, bezogen auf die Geldmenge M0, bezogen auf das Giralgeld. Also ich störe mich immer ganz gewaltig an dem Begriff Einlagen. Einlagen waren das mal, als wir Gold als Geld hatten oder nur Bargeld als Geld. Da musste ja wirklich ein Ding zur Bank getragen werden. Das ist als Einlage gebucht worden. Der Begriff Einlage ist ja geblieben. Der wird ja heute immer noch verwendet. Doch die Einlage entsteht heute nicht mehr durch ein Einlegen, sondern der Herr Lange hat das ja ausgeführt. Die Kreditforderung mit dem Kreditkonto von 10.000 hat auf der anderen Seite eine Einlage erzeugt, die ich lieber als Giralgeld bezeichne. Und das Wort Einlagen, das mag ich gar nicht mehr. Da haben Sie recht, das ist ein bisschen missverständlich, das Wort Einlagen. Aber so unterschiedlich ist es auch nicht. In der ganz alten Welt, wo ich mein kleines Säckchen Gold zur Bank getragen habe und das wirklich eingelegt habe und die Bank es in ihren Tresor geschlossen hat, damit hatte ich eine Forderung an meine Geschäftsbank, Gold von dieser Geschäftsbank zurückzubekommen. Vielleicht nicht mein eigenes Gold, aber zumindest Gold in diesem Wert. Wenn ich ein Girokonto bei meiner Geschäftsbank habe, habe ich das Recht, Geld von meiner Geschäftsbank zurückzubekommen. Und das Geld, was ich dann bekommen würde, wäre Bargeld. Und das wiederum ist eine Forderung gegen die Zentralbank. Und es ist korrekt, dass die Zentralbank selber keine Goldreserven dagegen hat, sondern dass die Zentralbank einfach nur das Vertrauen hat, dass dieses Geld immer für Zahlungen verwendet werden kann. Das ist der einzige Unterschied. Könnte man nicht auch oder sollte man das nicht betonen, dass Einlagen sind im Grunde genommen Kredite der Nichtbank an die Bank und umgekehrt die normalen Darlehen sind Kredite der Bank an die Nichtbank. Und alle Kredite, egal in welche Richtung, sind letztendlich Ansprüche auf Geld mit unterschiedlichen Fristen. Ja, das ist korrekt. Und wie gesagt, das Wort Einlagen, da stimme ich vollständig überein, ist ein bisschen missverständlich. Insofern aktiver und passiver sind da wahrscheinlich eher etwas oder Forderungen und Verbindlichkeiten. Das trifft die Sache wahrscheinlich besser als Einlagen. Das ist eine interessante Diskussion über Einlagen. Ich möchte aber ganz gern zum Titel der Veranstaltung zurückkommen, was Geldschöpfung und Geldschöpfungsgewinn angeht. Denn ich sehe hier einen leichten Unterschied zwischen der Position von Arne und dem, was Herr Lange und Herr Reich sagen. Denn so wie ich das verstanden habe, sagen Sie ja, naja, wenn das Giralgeld tatsächlich umgewandelt wird in Sparbriefe oder Festgeld und so weiter, dass man dann eigentlich nicht mehr von einem Geldschöpfungsgewinn sprechen würde. Das heißt, für mich, ich verstehe jetzt das jetzt ganz grob skizziert, eine Bank jetzt Giralgeld, sagen wir mal, in Höhe von 1 Million Euro hat auf ihrer Passivseite, auf das sie keine Zinsen zahlt und auf der anderen Seite hat sie, wenn sie jetzt praktisch Spareinlagen oder Festgeld Passivseite haben wollte, dann sagen wir mal, wenn sie da jetzt im Mittel darauf 2% Zinsen bezahlen müsste, dass dann der Geldschöpfungsgewinn gewissermaßen diese Differenz, also laut Ihrer Darstellung der Geldschöpfungsgewinn, diese 2% mal die 1 Million Euro an Giralgeld-Einlagen oder wie auch immer man es nennt, ist. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt. Ich möchte aber da an der Stelle einhaken, dass du sagst, mit den Einlagen, könntest du den Satz noch mal wiederholen? Ja, also so wie ich das verstanden habe, war eine Aussage, dass es eine Frage ist, was auf der Passivseite den Krediten gegenübersteht in der Bilanz der Bank. Dass also, wenn hier Sparbriefe stehen, wenn hier Festgeld steht, dass dann nicht mehr von einem Geldschöpfungsgewinn gesprochen wird, weil ja kein Geld geschöpft wurde. Der entscheidende Punkt, den du machst oder den ich an der Stelle mache, ist der, dass ich sage,
Die Einlagenverzinsung der Banken an die Nichtbanken ist im Grunde genommen eine Weitergabe des Geldschöpfungsgewinns. Das Schwierige bei der Geldschöpfung und dem Geldschöpfungsgewinn im Bankensektor sehe ich darin, dass Geldschöpfer und derjenige, der den Geldschöpfungsgewinn realisiert, auseinanderfallen können. Und die Einlagen sind ein Beispiel dafür. Solange das Geld praktisch auf dem Konto, auf dem Girokonto der Geschäftsbank ist, realisiert die Geschäftsbank den Geldschöpfungsgewinn. Wenn es auf ein anderes Konto überwiesen wird, dann realisiert die andere Geschäftsbank den Geldschöpfungsgewinn über den Interbankenkredit. Wenn es zu Bargeld wird, dann realisiert die Zentralbank den Geldschöpfungsgewinn. Und wenn es zu einer Einlage wird, dann realisiert die Nichtbank den Geldschöpfungsgewinn. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und den bitte ich mal den Herrn Lange und den Herrn Reich, dass sie diesen Aspekt kommentieren. Der letzte Punkt war, glaube ich, nicht ganz korrekt, dass es, wenn es zu einem, sagen wir lieber Sparbrief, um von dem Wort Einlagen wegzukommen, in dem Moment, wo der Herr Reich einen Sparbrief kauft, dann wird er dafür Zinsen erhalten, vielleicht 5%. Ich zahle dagegen auf mein Kredit 10% Zinsen. Das heißt, die Bank macht immer noch einen Gewinn. Und das ist das Geschäft der Bank. Ausleihen zu einem höheren Zins, als sie sich refinanziert. Nur da der Sparbrief nicht mehr als Geld bezeichnet werden kann, nennt man diesen Gewinn nicht mehr Geldschöpfungsgewinn. Das ist der Punkt. Es besteht immer noch ein Gewinn. Der Gewinn ist kleiner als vorher. Aber es ist kein Geldschöpfungsgewinn, weil der Herr Reich ja kein Geld mehr hat. Geld ist ja nur sein Guthaben auf Girokonto und sein Bargeld. Nachdem er aber den Sparbrief gekauft hat für die 10.000 Euro, hat er dieses Geld nicht mehr. Trotzdem macht die Bank noch einen Gewinn. Ich glaube, das muss man vorsichtig auseinanderhalten. Und das ist im Grunde nur Definitionssache. Ich würde an der Stelle ja gerade sagen, dass die Differenz zwischen Refinanzierungszinssatz und dem Zinssatz des Kredites, das würde ich als den regulären und auch den ohne Abstriche zugestandenen Ertrag der Geschäftsbank ansehen. Ich glaube, dass der Geldschöpfungsgewinn, wenn wir über Geldschöpfungsgewinn reden, dann reden wir immer nur über den Refinanzierungszinssatz. Und dann ist die Frage, wer bekommt diesen Refinanzierungszinssatz? Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, aus der Sicht der Bankbilanz oder aus der Sicht der Girokonten bei einer Bank ist es gewissermaßen gehuppt wie geduppt, ob jetzt das Giralgeld an eine andere Bank geht, an die Zentralbank geht oder an die Nichtbank geht. Und deshalb denke ich, sollte man das als Varianten ansehen, aber nicht als etwas ganz anderes. Ich möchte jetzt gern da anknüpfen, wo der Nikolai ganz am Anfang gesprochen hat. Jetzt verändern wir gedanklich unser Geldsystem. Wir bewegen uns für ein paar Minuten weg von dem heutigen Geldsystem und gehen mal in so die Richtung Monetative. Es gibt wieder Einzahler. Es muss erst der Bank gehören. Ich kann jetzt nur noch Geld verleihen, was es schon gibt. Es entsteht kein neues Geld dadurch. Sie nimmt also jetzt dann, jetzt sage ich das Wort Einlagen, für 5% rein und verleiht für 10%. Jetzt haben wir genau die gleiche Situation wie jetzt. Ist das jetzt wieder ein Geldschöpfungsgewinn? Also ich kann nur zustimmen bis jetzt. Ich könnte das Beispiel nochmal andersrum bringen. Wenn ich das Geld, um mit dem Beispiel, das wir hatten, zu bleiben, wenn ich das Geld, das ich von Herrn Lange für den Autoverkauf bekommen habe, jetzt dem Herrn Feilsticker leihen möchte als Privatmensch, dann könnte ich das tun in Form eines Bonds oder sowas oder in Form eines normalen Kreditvertrags und dann sind es die 1.000 Euro oder wie viel es eben waren. Die 1.000 Euro gebe ich rüber und bekomme ein Stück Papier zurück, wo draufsteht, dass für das Risiko des Ausfalls oder was auch immer ich dann eben mit einem gewissen Aufschlag, was weiß ich, 1.020 Euro zurückbekommen. Und das ist eine Verzinsung, die der Herr Feilsticker, glaube ich, als in Ordnung oder als üblichen Zins bezeichnet hat. Und dagegen haben wir nichts. Und jetzt kann man das Ganze nochmal wiederholen, wenn ich eine Bankenlizenz hätte, in der ich das Geld, das der
Herr Feilsticker sich von mir leihen möchte, eben nicht ihm bar in die Hand drücke, wie ich das bei meinem Nachbar tun würde, sondern ihm ein Konto einrichte. Und dann ist eben die spannende Frage, muss ich jetzt auf dieses Konto denn direkt die 1.000 Euro, die er sich von mir leihen möchte, einzahlen? Und die Antwort ist eben nein, erst dann, wenn er sie haben will. Und solange er sie nicht haben möchte, trage ich zwar in das Buch ein, dass er das auf seinem Konto zur Verfügung hat, aber ich muss nicht in jeder Sekunde erfüllen. Und dadurch, dass ich eben nicht die 1.000 Euro von Anfang an haben muss, sondern eben, je nachdem, was der Prozentsatz ist, etwas weniger, mache ich mehr als den Gewinn, den ich auf die Differenz zwischen dem Zins für das Verleihen und für das Leihen eben nehmen würde. Und weil ich die Zahlen mir jetzt extra nochmal rausgesucht habe, es ist nicht so einfach, die alle zu kriegen. Also das Volumen in der Eurozone von Giralgeld, also von Buchgeld, das die Banken halten, das mit einem Klick von einem Bankkonto eines Privatmenschen überwiesen werden kann, das liegt zwischen 1,5 und 2 Billionen Euro. Also das ist das Volumen dessen, was die Banken für ihre Kunden auf Giralkonten, auf Girokonten verwalten, für das sie sich nichts leihen müssen, also das sie noch nicht erfüllen müssen. Wenn wir das abheben wollen würden, müssten sich die Banken das bei der Zentralbank erst noch leihen und dann erst auch Zinsen zahlen. Und solange wir das nicht tun, realisieren sie nicht nur, was sie noch realisieren würden, wenn wir es abheben, die Differenz auf die beiden, zwischen den beiden Zinssätzen, sondern sie realisieren eben mehr und deswegen eben auch das, was man dann den Geldschöpfungsgewinn nennen könnte, der, wenn wir es abheben, eben bei der Zentralbank anfallen würde. Ich glaube, Sie haben auf die Art und Weise auch gut zum zweiten Punkt übergeleitet, nämlich Geldschöpfung und Geldvernichtung. Wir haben ja auch immer wieder darüber geredet. Und ich hatte das so definiert, dass ich sage, Geldschöpfung ist jede Leistung aus einem Geldvertrag in einem vertikalen Schuldverhältnis. Vertikal, Nichtbank, Geschäftsbank, Zentralbank. Und Geldvernichtung, jede Gegenleistung außer einem Geldvertrag. Das heißt praktisch, der entscheidende Punkt scheint mir der zu sein, dass man unterscheiden muss zwischen Geld und Liquidität eines bestimmten Wirtschaftssubjekts. Bei einer Bank ist es so, da zählt gewissermaßen das Giralgeld zur Geldmenge, aber das ist keine Liquidität für die Bank. Das heißt, sie schöpft Geld, ohne selbst eigene Liquidität aufwenden zu müssen. Während bei einem horizontalen, sprich von Nichtbank zu Nichtbank, bei einem horizontalen Darlehensvertrag, da müssen die Vertragspartner in voller Höhe refinanzieren. In voller Höhe müssen sie leisten. Und das gilt natürlich auch zwischen Banken und Banken oder Zentralbanken und Zentralbanken. Und das scheint mir der ganz entscheidende Unterschied, dass nur bei einer vertikalen Kreditvergabe Geldschöpfungsmöglichkeiten bestehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Beschreibung. Es muss wirklich eine Kreditvergabe von Nichtbank zu Bank inklusive Zentralbank sein. Und das Zweite ist, dass der Erlös aus dem Kredit natürlich entweder von dem Kreditnehmer selber oder von demjenigen, der das Geld erhält, also an den überwiesen wird, dass das auch in Form von Geld gehalten werden muss, dass es wirklich in dem System bleibt und nicht benutzt wird, um zum Beispiel einen Kredit zurückzuzahlen. Diese Schilderung mit dem Vertikalen, das hört sich sehr plausibel für mich an und es bringt mich hin zu einer anderen Frage, denn diese Bereitstellung oder die Möglichkeit, dass Menschen eben nicht mit Bargeld hantieren, sondern mit Giralgeld, das ist ja de facto auch eine Dienstleistung. Also das Leben ist einfach praktischer, wenn man Überweisungen elektronisch tätigen kann. Und da ist mir jetzt gekommen, dass es ja so interessante Fälle vielleicht gibt wie ein Unternehmen wie PayPal, das gewissermaßen Konten für Kunden bereitstellt. Da gibt es wohl Benutzungsmöglichkeiten, wo auf dem Konto nicht wirklich ein Betrag ständig vorgehalten wird, wo das Konto zum Beispiel an eine Kreditkarte gekoppelt wird. Es gibt aber auch Benutzungsmodi, wo jemand gewissermaßen dieses Konto in Anführungszeichen auflädt und er hat dann eben bei PayPal ein Konto mit unverzinst, was so ähnlich sich verhält wie ein Giralgeldkonto, nur eben in diesem elektronischen Zahlungssystem. Und auf der anderen Seite ist es meines Wissens so, dass PayPal keine Kreditvergabe hat. Kann mich jetzt vielleicht jemand korrigieren, falls das falsch ist, sondern dass die einfach das dann in Wertpapiere vielleicht anlegen. Das heißt, die haben ja dann sozusagen einen Gewinn, der von der Natur her ganz ähnlich ist, zumindest von meiner Perspektive, wie der Geldschöpfungsgewinn, den sie bei Banken sehen.
nur dass sie gar keine Geldschöpfung eigentlich machen. Das ist meiner Meinung nach völlig korrekt. Und ich glaube, wir können PayPal in dieser Situation als eine unlizenzierte Bank sehen. Denn nach dem Bankengesetz, eine Bank ist jemand, der Giralgeldguthaben annimmt. Und genau das tut PayPal. Es ist nicht die Kreditvergabe, die jemand zur Bank werden lässt, sondern es ist das Annehmen von Giralgeld. Und wenn PayPal seine Guthaben aus seinen Giralkonten an eine andere Bank überträgt und diese Bank gibt daraus einen Kredit und diese Bank macht einen Gewinn und einen Teil dieses Gewinns erhält PayPal für das Bereitstellen der Mittel, da ist kein großer Unterschied mehr zwischen einer Bank. Nur PayPal liegt in einer Grauzone, weil sie natürlich nicht in dem Sinne wirklich in Deutschland ansässig sind. Wenn sie in Deutschland oder in Europa ansässig wären, müsste man sie meiner Meinung nach auch als Bank behandeln. Ich würde gerne an eine Frage anschließen, die Nikolai schon gestellt hat, nämlich die Frage nochmal am Anfang nach dem Geldschöpfungsgewinn. Ich habe den Eindruck, dass Sie, Herr Lange, jetzt den Geldschöpfungsgewinn bezeichnet haben als den Gewinn, der aus dem Verleih von Giralgeld bei der Bank entsteht. Ist das nicht der normale Gewinn der Geschäftstätigkeit, der auch entstehen würde, wenn die Bank nicht das Recht hätte, Geld selbst zu schöpfen? Wäre der Gewinn, den die Bank aus der Kreditvergabe hat, nicht genauso groß oder jedenfalls in ähnlicher Höhe vorhanden, wenn die Bank nicht die Möglichkeit hätte, Geld zu schöpfen, sodass das Wort Geldschöpfung an der Stelle eher irreführend ist? Müsste man nicht eigentlich sagen, Gewinn aus Kreditvergabe? Es ist ein Gewinn aus Kreditvergabe, da haben Sie völlig recht. Allerdings, wenn die Geschäftsbanken nicht das Recht hätten, Giralgeldguthaben anzunehmen, das heißt, ich könnte keine Mittel einlegen bei einer Geschäftsbank, die ich täglich kündigen kann, sondern ich könnte nur Sparbriefe kaufen, dann wäre ich natürlich nicht mehr bereit, das zinsfrei zu machen. Und dann würde ich stattdessen vielleicht einen Sparbrief kaufen. Und dann müsste mir die Bank 5% Zinsen zahlen und dann würde sie immer noch einen Ertrag machen, weil sie ja 10% darauf nimmt, aber es wäre eben nur eine Zinsspanne von 5%, weil in dem anderen Fall wäre es eine Zinsspanne von 10%. Und ich glaube, es wurde vorher schon angesprochen, man könnte tatsächlich sagen, naja, diese 5%, das ist das, was aus der regulären Kreditvergabe entsteht und die anderen 5%, die kommen daraus, dass sie mehr Liquidität zur Verfügung stellt. Also es ist ähnlich, der Geldschöpfungsgewinn ist ein Teil der Kreditvergabe, aber es ist nur der Teil der Kreditvergabe, wo auf der gegenüberliegenden Seite des Kredites eben Geld steht, Giralgeldguthaben. Also Sie haben gesagt, die Spanne würde kleiner werden, die Gewinnspanne, wenn die Banken selbst sich durch Einlagen finanzieren müssten. Also das ist das, was ich meinte. Ich hatte eher an sowas gedacht, nicht an Festgeld, sondern an einen 100%igen Mindestreservesatz oder sowas, um den Banken die Geldschöpfung zu nehmen. Aber ich glaube, das läuft im Argument her auf das Gleiche hinaus. Wäre es dann nicht so, jetzt haben Sie als Beispiel genannt, der Kreditzins wäre 10% und der Einlagenzins 5%. Sodass dann die Gewinnspanne von 10 auf 5% sinken würde. Aber wäre es dann nicht so, dass wenn der Refinanzierungssatz eben von 0 auf 5% für die Bank steigt, dass die Bank dann nicht einen Kredit für 10% rausgeben würde, sondern für 15%? Denn ich denke, der Wettbewerb müsste dafür sorgen, dass sich die Zinsen, die man als Kreditnehmer an die Bank zahlt, danach richten, wie hoch die Refinanzierungskosten der Bank jeweils sind. Das ist zum Teil korrekt. Wir brauchen gar nicht in die Banken zu gucken. Wir können an ein ganz reguläres Unternehmen gucken. Wenn die Kosten steigen, dann werden oft diese Kosten überwälzt in den Preis. Allerdings werden, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, es werden nicht notwendigerweise die vollständigen Kosten überwälzt, sondern üblicherweise nur ein Teil, aber es ist völlig korrekt. Und ich glaube, wir könnten da vielleicht auch mal ansetzen und gucken, was würde passieren oder welche Möglichkeiten hätten wir, den Banken den Geldschöpfungsgewinn zu entziehen, weil ich glaube, da wird vieles mehr klar, wenn das in Ordnung ist. Ich habe jetzt soweit verstanden. Also das erste Beispiel war nicht ganz richtig, weil es eben diese Überwälzung gibt auf die Kunden, das Ansteigen der Zinsen. Wenn das jetzt zu 100% überwälzt würde, würden Sie dann sagen, es gäbe keinen Geldschöpfungsgewinn?
Nein, wenn es zu 100% überwälzt würde, dann würden die Banken immer noch denselben Gewinn realisieren wie auch vorher. Allerdings würde dieser Gewinn nicht mehr Geldschöpfungsgewinn genannt, weil ja die Forderung, die der Privatsektor gegen die Bank hat, keine Geldforderung in dem Sinne ist, weil es kein Giralgeld ist, sondern weil es vielleicht ein Sparbrief ist. Das wäre der einzige Unterschied. Wenn die Banken dagegen überhaupt nicht überwälzen könnten, dann wäre ihnen der Geldschöpfungsgewinn oder ihr Gewinn genauso groß wie in einer Situation, in der sie kein Geld geschöpft hätten. Also es wurde gerade über PayPal geredet und dass sie doch eine Banklizenz brauchen. Da wollte ich eigentlich nur einwerfen, dass sie eine luxemburgische Banklizenz haben und dass deren Geschäftsmodell ja im Endeffekt durch ganz kurze Kredite besteht. Also die geben im Endeffekt einen Zweitageskredit, solange wie es das Geld von dem Zahlenden bei denen ist. Und zu dem, was jetzt gerade eben diskutiert wurde bezüglich, wenn die Geldschöpfung aus der Hand der Banken in eine andere Hand gelegt würde, ja, da habe ich auch noch eine Frage ins Pad geschrieben. Also ich glaube, das wird dann einfach besser später behandelt. In dem Moment, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, wo die Bank dieses Geld zur Verfügung gestellt bekommt von jemandem, der diese Einlage macht, ist der Gewinn ja noch nicht realisiert. Der Gewinn wird doch erst realisiert dadurch, dass die Bank dieses Geld nimmt und unternehmerisch weiter investiert und damit dann Gewinne zu erwirtschaften. Ich frage mich, warum hier die ganze Zeit von einem festen Gewinn, obwohl das ja eigentlich eine flexible Größe ist, gesprochen wird. Und das ist ja ein Gewinn, den die Bank macht, weil sie auch ein gewisses Risiko eingeht, weil sie kann ja nicht davon ausgehen, die Privatperson hat vielleicht nicht die Sicherheiten, also kann dieser Kredit auch ausfallen. Die Bank hat ihre Investition praktisch schon in der Sekunde gemacht, indem sie mir den Kredit gegeben hat. Ich bin zwar kein Unternehmer und ich kaufe keine Maschine davon, sondern ich bin eine Privatperson und habe ein Auto davon gekauft, aber das macht keinen großen Unterschied. Und es ist korrekt, bleiben wir bei den 10%. Vielleicht habe ich mein Haus nicht versichert, das Haus brennt ab und ich kann meinen Kredit nicht zurückzahlen. Die Bank hat ein gewisses Risiko. Nehmen wir an, in diesen 10% sind 2% Risikoprämie versteckt. Und 3% wären dann der faire Zins, den die Bank bekommt, was immer auch der faire Zins ist, es könnte auch sagen der Marktzins, den die Bank bekommt dafür, dass sie die Kosten, die Verwaltung hat und dass sie einen entsprechenden Profit noch hat. Den gleichen Zins würde sie auch dann erwirtschaften, wenn jemand einen Sparbrief hat und dann die Bank das Guthaben aus diesem Sparbrief an jemanden verleiht. Der Unterschied ist eben nur der, dass die Refinanzierung der Bank über Giralgeld tatsächlich zu einem Zinssatz von Null erfolgt. Und das macht dann tatsächlich den Senior Rutsch aus. Und so wird er tatsächlich auch gemessen. Man nimmt einen Marktzins und das ist nicht der Kreditzins, sondern es wäre ein risikofreier Zins, also vielleicht den Zins von Bundesanleihen. Heute existiert er ja praktisch nicht mehr, aber nehmen wir mal an und hoffen wir mal, dass das mal wieder zurückkommt. In normalen Zeiten vielleicht 4 oder 5%. Und multipliziert das mit der insgesamt umlaufenden Geldmenge. Und das ist das, was man benutzt, um diesen Geldschöpfungsgewinn zu messen. Man nimmt dann noch den Realwert, also man bereinigt um Inflation, aber das ist mehr eine technische Sache. Ja, ich würde gerne nochmal anknüpfen an das, was vorhin gerade gesagt worden ist, zu der Frage, ja, wo geht es denn eigentlich hin? Wo wird der Geldschöpfungsgewinn denn realisiert? Ich stelle mir das ganze Thema, das ja eigentlich nicht so ganz einfach zu verstehen ist, zur Vereinfachung immer gerne so vor, dass ich mir einmal die Zentralbank als einen Player anschaue und dann den gesamten privaten Sektor, also privat, also Geschäftsbanken plus Nichtbanken zusammen. Und dann schaue ich mir an, ich nehme mal an, jetzt hätten wir ein System, wo es eben keine Geldschöpfung in den Geschäftsbanken gäbe. Das würde bedeuten, die Zentralbank schöpft 100% des gesamten Geldes, verleiht es an diesen privaten Sektor, würde dafür dann auch auf 100% der gesamten Geldmenge den entsprechenden Zinssatz bekommen, den man eben für Zentralbankgeld zahlen muss. Da wäre der gesamte Geldschöpfungsgewinn bei der Zentralbank. Wenn wir jetzt ein System haben, wo sagen wir mal nur 10% der gesamten Geldmenge von der Zentralbank geschöpft werden und die restlichen 90% werden im privaten Sektor geschöpft, dann spart dieser private Sektor eben 90% dieser an die Zentralbank sonst zu zahlenden Zinsen. Und mir scheint es plausibel, genau diese 90%, die da an Zinsen gespart werden, als den Geldschöpfungsgewinn zu bezeichnen, der eben im privaten Sektor realisiert wird. Und für mich ist jetzt die entscheidende Frage, wo wird er denn realisiert? Und da war ja gerade angesprochen worden, Banken sind ja
Anbieter, die alle im Prinzip genau das gleiche Produkt anbieten und dies halt zu bestimmten Konditionen tun und die alle den gleichen Vorteil haben, den Kostenvorteil, dass sie Geld selber schöpfen können. Und da würde ich eben davon ausgehen, dass bei der Kreditvergabe eigentlich die Banken gezwungen sind, zumindest einen ganz großen Teil dieses Kostenvorteils an ihre Kunden weiterzugeben. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch theoretisch die Möglichkeit, dass Banken von dem geschöpften Geld reale Güter kaufen. Und da scheint mir dann die Konkurrenzsituation eine ganz andere zu sein, weil sie ja da dann mit anderen realwirtschaftlichen Playern konkurrieren, die nicht die Geldschöpfungsmöglichkeit haben und die im Prinzip die volle Rendite auf ihre Anlagen erwirtschaften müssen. Und mir scheint jetzt sinnvoll zu sein, dass man also im Prinzip jetzt Geldschöpfungsgewinn aus Kreditvergabe und Geldschöpfungsgewinn bei Erwerb realwirtschaftlicher Güter getrennt betrachtet, weil mir das einfach unterschiedliche Situationen zu sein scheinen. Die Frage, wo die Gewinne, die dann da eben entstehen, anfallen, ist natürlich empirisch schwieriger zu beantworten. Aber was ich immer eine ganz nette Antwort finde, ist zu sagen, also ich weiß es auch nicht, natürlich nicht genau, aber wenn die Banken denn tatsächlich Fremdkapital so günstig zur Verfügung stellen würden, dann dürfte es eigentlich keine Anleihemärkte, also Bondmärkte mehr geben, weil sie aus Kostengründen verdrängt werden müssten. Von daher glaube ich, dass die Banken doch wenigstens zu einem erheblichen Teil durch Löhne, Gehälter und so weiter und so fort, Hochhäuser, die man in Frankfurt hier schön sieht, einen Teil dieser Gewinne, die sie machen, eben als Kosten quasi aus Sicht der Bank für Löhne, Gehälter und so weiter ausgeben. Mein Vorschlag ist, die unterschiedlichen Definitionen der Seignorage bzw. des Geldschöpfungsgewinns mal darzustellen und dass wir dann zu ein paar Thesen kommen. Und da bitte ich Sie dann, dass Sie die Thesen je nachdem beantworten. Wir haben ja festgestellt, einmal der monetäre Geldschöpfungsgewinn als praktisch der Geldschöpfungsgewinn als die Bestandsänderung von M1. Das zweite, die Opportunitätskostenseignorage als entgangener Zinsertrag oder ersparter Zinsaufwand, je nachdem, aus welcher Sicht man es sieht. Und praktisch dann das Dritte, was nicht so häufig gemacht wird, dass man es tatsächlich aus der Sicht einer Kosten- und Leistungsrechnung sieht. Und zwar Kosten- und Erlösrechnung, das Geldschöpfungsgewinn definiert als den Nominalwert abzüglich den Herstellungskosten für den Nachweis von Münzen, Banknoten oder dem Eintrag in die Datenbank beim Chiralgeld. Sind das die drei großen Gruppen oder sehen Sie da noch andere Sichtweisen auf den Geldschöpfungsgewinn? Das sind im Grunde die drei großen Gruppen, wobei Sie es ja schon angesprochen haben. Der fiskalische Geldschöpfungsgewinn wird relativ wenig verwendet. Die Frage, die dahinter steht, welchen Zugriff hat der Staat, und wenn ich jetzt sage der Staat, dann meine ich den Staat ohne Zentralbank, welchen Zugriff hat der Staat auf den Geldschöpfungsgewinn? Und das mag interessant sein für den Finanzminister, ist aber weniger interessant für eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung. In meinen Augen die beste Definition, und diese Definition lag unserer Diskussion eigentlich auch zugrunde, war die, dass man sagt, Moment mal, wie viel Geld ist denn jetzt im Umlauf? Wie viel Geld ist im Umlauf, für das keine Zinsen gezahlt werden? Und wenn Zinsen gezahlt würden, wie viel Zinsen wären das, die gezahlt würden? Und da sie nicht gezahlt wären, ist das ein Gewinn für denjenigen, der das Giralgeld oder der das Geld, Bargeld oder Giralgeld zur Verfügung stellt. Der monetäre Signorage, der geht, und vielleicht können wir es am einfachsten mal sagen, wenn wir wirklich auf den Staat gucken. Ich kann sagen, der Staat druckt 100 Euro und bringt sie im Umlauf. Und Milton Friedman hat einmal gesagt, gehen wir davon aus, dass der Staat das Geld mit einem Hubschrauber abwirft und die Leute es aufsammeln. Wir wissen leider, dass das nicht ganz richtig ist. In seinem Modell war das die einfachste Weise, es zu erklären. Aber in Realität wissen wir, der Weg, wie es in Umlauf gebracht wird, ist, dass die Banken dafür einen Kredit aufnehmen müssen. Das heißt, wenn eine Bank diese 100 Euro Bargeld haben möchte von der Zentralbank, muss sie sich die von der Zentralbank leihen und muss der Zentralbank Zinsen zahlen. Und damit sind wir eben beim Opportunitätskostenzins oder beim Opportunitätskosten-Signorage. Jetzt könnte ich ja auch dahergehen und könnte sagen, was ist hier eigentlich passiert? Die Bank hat ein Stück Papier gedruckt,
und hat 100 Euro draufgeschrieben und hat es umgetauscht in etwas, das wirklich Wert hat, nämlich in einen Kredit. Also hat die Bank 100 Euro Gewinn gemacht. Das scheint eine völlig andere Definition zu sein als die, die wir vorher hatten. Aber wenn wir mal ganz genau gucken, ist das gar nicht richtig. Wenn ich mich nämlich frage, da diese 100 Euro, die werden bis ans Ende aller Zeiten im Umlauf bleiben. Das heißt, die Bank oder das Bankensystem muss bis ans Ende aller Zeiten Zinsen dafür zahlen. Für diese 100 Euro. Und wenn ich diese Zinsen, die für die 100 Euro von den Banken bezahlt werden, bis ans Ende aller Zeiten, wenn ich die aufsummiere und dabei berücksichtige, dass eine Zahlung in der Ferne weniger wert ist als eine Zahlung, die vielleicht nächstes Jahr erfolgt, dann kann man mathematisch relativ einfach zeigen, dass sich das genau zu 100 Euro aufaddiert. Das heißt, der monetäre Senior Rich ist im Grunde nichts weiter als die Summe aller zukünftigen Zinszahlungen und damit die Summe aller zukünftigen Opportunitätskosten Senior Riches. Deshalb ist es das Einfachste, man bleibt einfach mal im Opportunitätskosten Senior Rich, weil das auch der ist, der intuitiv am einleuchtendsten ist. Ich habe noch einen Einspruch. Die Erträge, Gewinne von Banken auf dem Gebiet Deutschland sind zu großen Teilen vergemeinschaftet. Denn wir haben ja zweierlei Banken. Wir haben die Privatbanken, Deutsche Bank, und wir haben die öffentlich-rechtlichen Banken, Sparkassen, und auch, ich zähle auch Genossenschaftsbanken dazu, und die wir gerade mal eben verstaatlicht haben. Alle diese Erträge landen in der Gemeinschaft. Ich weiß das aus der Praxis hier, ich bin in der Nähe Augsburg. Da greift die Stadt Augsburg des Öfteren mal in die Gewinne der Stadtsparkasse hinein, um etwas zu finanzieren. Also es dreht sich am Ende nur noch um die Gewinne von Privatbanken. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um rüberzugehen in das Thema, ja, was sind denn eigentlich die Alternativen? Also ein Teil dieses ganzen Aspekts ist ja, wir diskutieren das hier relativ unemotional, habe ich so den Eindruck zum Glück, aber dieser Begriff Geldschöpfung, da kochen ja doch ganz gerne die Gemüter hoch. Und da ist doch dann die Frage, was ist die Alternative? Also kann man die Geldschöpfung den Banken entziehen? Was für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat das? Was für Auswirkungen auf den Geldschöpfungsgewinn hat das? Und vielleicht könnten Sie dazu mal was sagen. Also das Gegenargument, das eben ja wohl so ein bisschen noch davor aufgeleuchtet ist, ist, dass da die Stadt sich ja bedienen kann. Also dass diese Gewinne eben nicht nur von der bösen Bank quasi realisiert werden, sondern auch von anderen, vielleicht uns, naja, näherstehenden Sachen wie die Augsburger Stadt. Aber ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Das Problem der Umverteilung, die da stattfindet, das besteht unabhängig davon, wer der Nutznießer ist. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, was man getrennt davon diskutieren muss, davon, welche gesellschaftlichen Gruppen dann hinterher in den Genuss dieses Vorteils kommen. Das kennt man aus der Literatur über zum Beispiel die Umweltproblematik. Wenn wir die Umweltverschmutzung beim Autofahren nicht besteuern, wie man es durch diese Ökosteuer ein bisschen versucht, natürlich kommt dann jeder Autofahrer in den Genuss dieser Ersparnis, aber alle Nicht-Autofahrer kommen nicht in diesen Genuss und die müssen auch noch die Abgase einatmen. Dasselbe Problem hat man hier auch, dass man einfach Verteilungseffekt dadurch hat, egal wie man das dann bewerten möchte, welche Gruppen der Gesellschaft die bekommen. Ja, das ist korrekt und man könnte natürlich, und da können wir vielleicht dahin gehen, was kann man machen, wenn man nicht mehr möchte, dass die Banken diesen Geldschöpfungsgewinn machen? Und wir haben ja einen Punkt schon gehört, wenn eine Bank öffentlich-rechtlich ist, dann macht sie zwar einen Geldschöpfungsgewinn, aber der geht letztlich an die Kapitaleigner, das ist der Staat. Das heißt, eine Option, die wir hätten, wir könnten alle Banken verstaatlichen. Das ist vermutlich etwas, was man aus ordnungspolitischen Gründen nicht tun möchte. Nun können wir weitergehen. Die erste Frage ist, und da braucht man gar nicht viel weiter fragen, wenn wir meinen, dass die Banken einen gerechtfertigten Geldschöpfungsgewinn machen und dass der auch der Höhe nach in Ordnung ist, weil dann brauchen wir gar nichts tun. Also gehen wir mal davon aus, dass wir der Meinung sind, dass dieser Geldschöpfungsgewinn zu hoch wäre und welche Optionen hätten wir? Die nächste Option, die wir hätten, wäre, wir würden sagen, wo kommt der Geldschöpfungsgewinn her? Er kommt daher, dass die Banken eine Lizenz haben, Giralgeldguthaben, also täglich fällige Guthaben, anzunehmen.
und wir entziehen ihnen diese Lizenz und sagen, gut, ab morgen kann man sein laufendes Konto nur noch bei der Zentralbank haben. Dann würde die Zentralbank die Konten verwalten, dann würde die Zentralbank die Einlagen, die Gegenwert aus den Konten haben. Was würde sie damit machen? Sie würde sie vermutlich verzinslich wieder dem Bankensystem zur Verfügung stellen. Auf diese Weise würde der Geldschöpfungsgewinn bei der Zentralbank bleiben. Das heißt dann aber wirklich, dass wir, die Banken stellen ja auch einen sehr gut funktionierenden Service zur Verfügung. Mit dieser, wir sagen immer, die bösen Banken nehmen das Geld ins Giralgeld, sie zahlen keine Zinsen dafür und leihen es teuer aus. Wir dürfen nicht vergessen, die Banken stellen dafür ja einen Service zur Verfügung. Sie stellen den Service dafür zur Verfügung, dass ich liquide sein kann, dass ich darauf vertrauen kann, dass das, was ich auf dem Giralgeld, auf meinem Girokonto habe, dass ich das auch wirklich morgen oder auch heute für Güterkäufe verwenden kann. Ich kann es sehr komfortabel überweisen. Und da ist die Frage, die man ordnungspolitisch beantworten müsste, haben wir das Vertrauen, dass eine zentrale Institution wie die Europäische Zentralbank so etwas so effizient zur Verfügung stellen könnte wie die Geschäftsbanken. Und eine andere Möglichkeit, aber den können wir vielleicht später ansprechen, wäre, das wurde auch kurz angesprochen, wäre der, dass man eine 100%ige Mindestreserve nimmt, aber vielleicht können wir das etwas später ansprechen. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt mal die erste These, damit wir auch dann zu Ergebnissen kommen, die wir dann weiterverarbeiten können. Als erste These habe ich mal aufgeschrieben, der Geldschöpfungsgewinn entsteht aus dem Bestandssaldo aus Geldschöpfung und Geldvernichtung. Dieser Saldo ist deshalb ein Gewinn/Verlust, weil er zwar de jure, aber nicht de facto eine Verbindlichkeit des Bankensektors darstellt. Herr Lange und Herr Reich, würden Sie die These bejahen oder verneinen? Sie können sie gerne auch kommentieren. Ich würde schon sagen, dass sowohl de jure als auch de facto eine Verbindlichkeit des Bankensektors entstanden ist. Denn ich kann morgen hingehen und kann mein Giralgeldguthaben in Bargeld umwandeln. Der Punkt ist allerdings, dass das eine Verbindlichkeit des Bankensektors ist, auf den er keine Zinsen zahlen muss. Das ist das Schöne. Und die Leute, die sich mit Finanzmathematik auskennen, die werden wissen, dass der Barwert, also das, was es wirklich wert ist, einer Verbindlichkeit, die einen Zins von Null hat, dass dieser Barwert tatsächlich Null ist, wenn diese Verbindlichkeit eine unbegrenzte Laufzeit hat. Ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es das so trifft. Also ich glaube, es ist einfacher, wenn man es bestimmen möchte für die Zentralbank, da ist es nämlich sehr einfach und dann getrennt davon nochmal für die Geschäftsbanken. Und da kann man es dann nämlich sehr genau sagen, was der Geldschöpfungsgewinn ist. Bei der Zentralbank weiß ich es darüber, dass sie eben die Währung, die sie begibt, die kann ich genau nachschauen. Und bei den Geschäftsbanken weiß ich es eben auch. Und das ist nämlich eben das, was sie nicht verzinslich, also mindestens das, was sie nicht verzinslich auf den Girokonten haben. Und das weiß ich nicht, ob sich das jetzt, da müsste ich länger drüber nachdenken, mit der Definition, die Sie gesagt haben, genau deckt. Dankeschön. Die nächste These wäre dann, bei jeder Form der Geldschöpfung entsteht ein Geldschöpfungsgewinn, der in etwa dem Nominalbetrag der Geldschöpfung entspricht. Da könnte man jetzt sagen, das kommt drauf an. Der Herr Lange hat ja vorhin die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, also dass man das Geld ausgibt, wie das bei dem Hubschrauberbeispiel der Fall ist, oder eben das verleiht, was dann im Gegenwartswert dasselbe zwar ist, aber die Frage ist, ob sich das dann deckt. Also wenn die Zentralbank die 100 Euro quasi ausgibt, dann hat sie 100 Euro realisiert und von daher ist es der Nominalwert. Wenn sie verleiht, hat sie natürlich erstmal nur den Zins eingenommen am Ende des Jahres für das erste Jahr. Ansonsten ja. Ja, da stimme ich zu. Wir sind es ja gewohnt, dass wir Profite in Zeitperioden meistens in einem Jahr messen. Insofern erscheint mir das, was der Herr Reich gerade gesagt hat, dass man sagt, naja, es ist der Zins, den sie eigentlich hätte zahlen müssen für dieses Jahr. Das andere, wenn man sagt, es waren wirklich die vollen 100 Euro, das würde praktisch schon die Zinsen, die Zinszahlung bis in alle Ewigkeiten aufsummieren und berücksichtigen eben, dass etwas, das weiter in der Zukunft liegt, weniger wert ist als in der nahen Zukunft. Das kann man machen, aber wir sind es ja eigentlich mehr gewohnt, weil wir messen auch andere Profite mit einer jährlichen Periode. Deshalb glaube ich, ist die Definition, den Zins als Geldschöpfungsgewinn zu bezeichnen, wahrscheinlich die pragmatischere.
Ich habe die Frage anders verstanden hier oder diese Dingens. Da steht da, bei jeder Form der Geldschöpfung entsteht ein Geldschöpfungsgewinn, der in etwa dem Nominalbetrag der Geldschöpfung entspricht. Da verstehe ich, ein 100-Euro-Schein, Herstellungskosten 50 Cent, der Geldschöpfungsgewinn 99,50. 100 Euro Giralgeld werden erzeugt, Herstellungskosten 0,01, Geldschöpfungsgewinn 99,99. Axel, so was gemeint. Und ich denke, das ist auch so zu verstehen. Der Punkt, der schwierig zu verstehen ist, ist meines Erachtens der, dass man jetzt sagt, da muss man ein bisschen Finanzmathematik können. Und zwar, dass man jetzt sagt, der Barwert der ersparten Zinserträge summiert sich bis auf alle Ewigkeit hinaus, praktisch die ewige Rendite, zu diesem Nominalbetrag. Also nochmal, Giralgeld 100 Euro erzeugen einen Geldschöpfungsgewinn von 99,99. In dem Moment, wo sie entstanden sind, ist ein Gewinn von 99,99 entstanden. Das hängt davon ab. Wenn ich das geschöpfte Geld verkaufe, dann kann ich ihn direkt realisieren. Wenn ich das geschöpfte Geld verleihe, dann sind es die ersparten Zinsen, die die Bank hat, beziehungsweise die dem zugutekommen, der dann den Geldschöpfungsgewinn realisieren kann. Das kann beispielsweise sein, wenn der Kredit aufgenommen wird und der Kreditnehmer geht pleite, dann hat im Grunde genommen mit einem Schlag der Kreditnehmer den Geldschöpfungsgewinn realisiert. Ich denke, Herr Lange hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Es ist natürlich richtig, dass diese Barwertbetrachtung, dass man da so einen Aufsummierungseffekt hat, aber es ist halt so, dass wir gewohnt sind, Profite in der Regel nicht mit dieser Barwertbetrachtung zu messen, sondern eben zum Beispiel jährliche Profite. Und von daher ist das vielleicht jetzt weniger eine Frage darüber, ob wir uns in der Beurteilung der Sachlage unterscheiden oder nicht, sondern mehr eine Frage, was ist denn die pragmatische Benutzung der Begriffe an dieser Stelle? Da hätte ich jetzt eine Frage an Herrn Lange und an Reich. Ich hatte gedacht, gerade das Verstehen der Barwertbetrachtung ist im Grunde genommen das Verstehen von Geld. Ich kann im Grunde genommen Geld unterschiedlicher Fälligkeit, Verbindlichkeiten unterschiedlicher Fälligkeit nicht einfach aufaddieren. Da addiere ich Äpfel und Birnen zusammen. Und die Barwertbetrachtung ist eigentlich die einzig korrekte Form. Und das zu verstehen, ist letztendlich der Durchbruch im Verständnis von Geld. Da würde ich, glaube ich, also die Barwertbetrachtung ist genauso gut und so schlecht wie eine Betrachtung über ein Jahr. Ist die Frage, was ich messen will. Und ich kann zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen. Ich kann sagen, eine Aktie, die ich habe, die zahlt Dividende jedes Jahr. Und die Summe aller Dividenden, die ich bis ans Ende aller Zeiten erwarten kann, müsste ungefähr dem Wert der Aktie entsprechen. Trotzdem, wenn wir uns Aktien angucken, gucken wir eher auf die jährliche Rendite. Es ist einfach eine Frage der Messung, ob ich wirklich bis in alle Ewigkeit messen will. Wie viel Zinsen kann ich bis in alle Ewigkeiten auf diese 100 Euro realisieren? Oder ob ich sagen will, wie viel Zinsen erspare ich mir jedes Jahr? Und wie gesagt, da wir es gewohnt sind, mit Jahren zu rechnen und da wir auch andere Erträge oder auch Staatsausgaben oft auf Jahresbasis haben, ist es einfach pragmatischer, die Jahresbasis zu nehmen. Es ist nicht so, dass es ein richtig oder ein falsch oder ein besser oder ein schlechter gibt, sondern es ist einfach eine Frage, wie möchte ich gerne messen? Will ich wirklich bis in alle Zukunft messen? Das kann manchmal sinnvoll sein, aber in den meisten Fällen will ich doch nur messen, was entsteht in einem Jahr. Ich schließe mich da an. Also ich habe das jetzt im Kopf gerade mal mit einer anderen Form der Kreditvergabe verglichen. Wenn jetzt ein Unternehmer 10.000 Euro aus dem Geschäft Gewinn macht und die dann für 10% verleiht, dann kann er den gleichen Gewinn machen wie eine Bank, die 10.000 Euro aus dem Nichts schöpft und verleiht. Und da ich das jetzt mit dem Gewinn des Unternehmers verglichen habe, ist doch im Endeffekt der Wert der Geldschöpfung ja auch an diesen 10.000 Euro bemessen, die eine Bank aus dem Nichts schöpfen und verleihen kann. Sehe ich das richtig? Ich würde an der Stelle widersprechen, dass die Bank denselben Gewinn machen kann wie der Unternehmer. Ich würde behaupten, dass der Gewinn der Bank aus dem Verleihen von 10.000 Euro im Schnitt höher ist als der des Unternehmers. Der entscheidende Unterschied ist hier der, dass das Unternehmen, um diesen Kredit zu vergeben, dass das Unternehmen erst einen Gewinn machen muss. Und der Gewinn, den das Unternehmen dort macht, ist Einkommen. Das heißt, was das Unternehmen macht, es erzielt Einkommen.
wie ich auch Einkommen erzielen könnte von meinem Arbeitgeber und investiere dann mein Einkommen. Die Bank hat die Möglichkeit, ohne Einkommen zu erzielen, trotzdem Kredite zu vergeben. Das ist der entscheidende Unterschied. Das heißt, der Geldschöpfungsgewinn liegt doch dann in der Tat bei diesen 10.000 Euro, oder ist es nicht so? Der Geldschöpfungsgewinn liegt dabei, dass die Geschäftsbank Giralgeld, also im Grunde Vermögen von anderen, von Nichtbanken, annehmen kann und dieses Vermögen dann zinsbringend verleiht. Ja, aber die braucht ja nicht 10.000 Euro anzunehmen, um 10.000 Euro zu verleihen, oder? Verstehe ich jetzt irgendwas an der Aussage nicht richtig? Nein, die Bank hat sogar die Möglichkeit, den Kredit erst zu vergeben. Die Bank in meinem Beispiel hat keinerlei, nehmen wir an, sie hat keinerlei Einkommen, sie hat keinerlei Mittel. Die Bank kann mir einen Kredit geben, dann stellt sie den gleichen Kreditbetrag auf meinem Girokonto zur Verfügung. Ich überweise das Geld an den Herrn Reich und schon ist Geldschöpfungsgewinn entstanden, weil sie von mir Zinsen nimmt und dem Herrn Reich keine Zinsen zahlt. Das ist also nicht, dass die Bank ihr eigenes Kapital investiert, sondern sie schöpft diesen Kredit praktisch aus der Luft. Das ist nicht unbegrenzt möglich, darüber haben wir nicht gesprochen. Die Zentralbank kann das Ausmaß dieser Geldschöpfung sehr genau steuern, aber immerhin im Rahmen der Möglichkeiten kann die Bank fast aus der Luft Geld schöpfen. Ja, genau, das habe ich auch so verstanden. Ich meine nur, wenn ich jetzt als Unternehmer die Möglichkeit habe, mit 10.000 Euro, sagen wir mal, die anzulegen und eine Bank schöpft einen Kredit auch in Höhe von 10.000 Euro, meinetwegen einer Tochtergesellschaft, dann kann die Tochtergesellschaft mit in 10.000 Euro, die auch gewinnbringend anlegen. Und ich habe jetzt einfach im Kopf den Vergleich gehabt, dieser beiden Möglichkeiten mit Geld was anzustellen. Und insofern, dass ein Unternehmer diesen Gewinn erst erwirtschaften muss und eine Bank die 10.000 Euro erst erwirtschaften muss und eine Bank, die einfach so aus dem Nichts erschafft, ist doch im Endeffekt dann die Möglichkeit, die anschließend dahinter steht, gleichzusetzen oder etwa nicht. Sie haben im Grunde den Unterschied schon angesprochen. Die Bank kann das aus dem Nichts heraus tun, während der Unternehmer erst einmal einen Gewinn erwirtschaften muss. Der Unternehmer muss erst einmal Einkommen erzielen oder das Unternehmen, während die Bank Geld schöpfen kann ohne Einkommen. Sie legt nicht ihre eigenen Mittel an, sondern sie kann Geld schöpfen, ohne eigene Mittel anzulegen. Und das lässt natürlich Mindestreserven und Barabzug außen vor, aber für ein Gedankenmodell ist das gut genug. Ja, und genau das meine ich doch, dass im Endeffekt ein Unternehmer erst die Möglichkeit hat, die 10.000 Euro zu mehr Geld zu machen, wenn er sie bereits erwirtschaftet hat. Und eine Bank kann aus den 10.000 Euro mehr Geld machen, ja einfach so. Und da liegt doch definitiv schon der Gewinn. Das ist genau der Punkt, genau richtig. Sie haben gerade gesagt, die Zentralbank kann diese Geldschöpfung sehr genau steuern. Wenn Sie dazu vielleicht noch mal ein bisschen genaueres ausführen könnten, weil ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir dazu in unserer AG Konsens haben. In den Beispielen, die wir jetzt gemacht haben, der Einfachheit halber, haben wir sowohl Bargeldabzug als auch Mindestreserve nicht betrachtet. In der Realität ist es folgendermaßen. Die Bank gibt mir wieder den Kredit. Ich bin kreditwürdig, weil ich eine Sicherheit dahinter habe. Ich habe 10.000 Euro für ein oder zwei Tage auf meinem Girokonto und überweise das an den Herrn Reich. Und jetzt ist die Frage, warum kann die Bank das nicht jeden Tag machen und die Geldmenge wächst und wächst und wächst und wächst und keiner kann das Ausmaß kontrollieren. Auf zwei Weisen wird das kontrolliert. Fangen wir mal an mit der Mindestreserve. Die Zentralbank sagt, wenn die Bank 10.000 Euro Giralgeldverbindlichkeiten hat gegenüber Kunden, dann muss sie per Gesetz einen bestimmten Betrag und sagen wir einfach mal, um es einfach zu machen, 5%, also 500 Euro, muss sie 500 Euro auf einem Sperrkonto bei der Zentralbank anlegen. So, nun ist die Frage, wo bekommt die Bank die 500 Euro her? Denn die Zentralbank würde sagen, wir akzeptieren nur Bargeld als Einlage. Die einzige Möglichkeit, dass die Bank diese 500 Euro bekommen kann, ist, dass sie einen Kredit bekommt von der Zentralbank. Und die Zentralbank sagt, es ist okay, wenn die Geldmenge um 10.000 Euro steigt, wir geben dir die 500 Euro. Aber wir wollen dich darauf hinweisen, du kannst den gleichen Deal noch zwei oder dreimal machen, sagen wir dreimal. Das heißt, du kannst Geld schöpfen, weil wir das für richtig halten, bis zu 30.000 Euro.
Und wie macht das die Zentralbank? Die Zentralbank sagt den Banken, wir geben dir nur Kredit für eine maximale Summe von 1.500 Euro. Und damit kann die Zentralbank das Ganze limitieren. Bargeld können wir, glaube ich, erstmal außen vor lassen. Ja, aber ist de facto in der heutigen Situation es nicht so, dass die Geldmenge eher durch die Sicherheiten der Nichtbanken und die Basel II-Vorschriften gesteuert wird, weil die Banken sich ja über den Zinstender so viel Geld, wie sie wollen, holen können. Das heißt, dazu kommt noch, dass ja seit einiger Zeit die Mindestreserve verzinst wird und die Banken sich ihren Kredit zum Hauptrefinanzierungszinssatz leihen können, der genauso hoch ist. Das heißt, letztendlich wurde die Mindestreserve in der heutigen Zeit ausgehebelt. Der Effekt ist, dass in Höhe der Mindestreserve Sicherheiten bei der Zentralbank landen, aber die Geldmenge wird dadurch nicht gesteuert. Das ist so das, was wir hier diskutieren. Arne, das sehe ich genauso. Die Mindestreserve ist im August 2008 ausgehebelt worden. Ich gucke mir regelmäßig die Tenderhistorie an und seit August 2008 wird jeder angefragte Betrag zugeteilt. Es gibt keine Einschränkung mehr. Kreditbegrenzend sind auf der einen Seite die Sicherheiten von denjenigen, die Kreditbedarf haben, und auf der anderen Seite die Eigenkapitalvorschriften nach Basel II. Da liegt eher die Begrenzung heute. Ja, ich würde mich da der Position, die jetzt von den Piraten hier vertreten wurde, anschließen. Ich weiß aber gar nicht, ob das im Kontrast zu dem steht, was der Herr Lange gesagt hat. Denn natürlich ist die Zentralbank in der Lage, das zu tun. Natürlich kann die Zentralbank die Geldmenge auch sehr direkt kontrollieren. Nur hat sie sich eben seit sehr langer Zeit darauf festgelegt, nicht die Menge zu kontrollieren, sondern den Preis. Und solange sie eben den Zins, also den Preis, konstant halten will, ist es klar, dass sie der Menge mehr Flexibilität eingeräumt hat. Also vielleicht mal eben zum Hintergrund meiner Frage, wenn ich das eben nochmal erläutern darf. Es ist bei uns die These im Umlauf, dass also zum Beispiel jetzt die jetzige Finanzkrise erheblich mit verursacht worden ist durch eine zu starke Geldschöpfung im privaten Sektor, dass da im Prinzip eben zu wenig die Bremse angezogen worden ist und dass es dadurch zu einer Blasenbildung kam. Und für mich ist eben also jetzt die Frage ganz entscheidend, jetzt zu klären, ob das tatsächlich jetzt systembedingt ist oder ob es einfach nur also sozusagen eine unterlassene Steuerung ist, die man durchaus hätte aber durchführen können. Darf ich ganz kurz nochmal was richtigstellen? Ich fühle mich ja ein bisschen schuldig für die Mengensteuerung. Der Herr Reich ist natürlich völlig korrekt. Aber ich denke mal, um das Modell zu verstehen, sollten wir vielleicht wirklich mal 20 Jahre zurückgehen und sollten sagen, wenn die Zentralbank wirklich die Menge steuert, und Herr Reich ist korrekt, die Zentralbank steuert die Menge schon eine Weile nicht mehr, wenn die Zentralbank die Menge steuert, und das heißt, sie würde die Menge der Refinanzierung steuern, sie hätte einen bestimmten Willen, eine bestimmte Refinanzierung zur Verfügung zu stellen, und aus dieser bestimmten Menge der Refinanzierung erfolgt eine bestimmte Geldmenge, dann könnte die Zentralbank die Geldmenge nahezu perfekt steuern. In den vergangenen Jahren, und das ist nicht seit 2008, das ist schon wesentlich länger, hat sich die Zentralbank entschieden, statt ein Limit auf die Refinanzierung zu setzen, das den Banken zu verleiten, mehr Refinanzierung zu nehmen, indem sie einfach, wenn sie der Meinung ist, dass die Geldmenge zu hoch ist, höhere Zinsen nimmt und damit den Banken verleitet, weitere Geldschöpfung zu nehmen, weil wenn die Zinsen natürlich höher sind, entstehen höhere Kosten für die Banken und die haben weniger Anreiz, das zu machen. Und wenn wir uns die Daten mal angucken, wenn wir uns wirklich mal M1 angucken, dann können wir feststellen, dass die Geldmenge M1 in den vergangenen Jahren, ich habe mir die als Vorbereitung für diese Veranstaltung mal angesehen, die Daten, und da haben wir zum Beispiel für 2011 haben wir 1,7% Wachstum, für 2010 4,5%. 2009 hatten wir 12% Wachstum, das ist eine Menge. Davor 4%, 4%, 7%. Dann mal wieder ein Ausreißer in 2005, da waren es 17%. Also es sieht so aus, als wenn die Banken die Geldmenge M1, das heißt die Giralgeldguthaben, wirklich gut im Griff hat. Eine andere Sache ist, dass in der jungen Vergangenheit die Zentralbank dramatische Kredite an den Geschäftsbankensektor gegeben hat, die Geschäftsbanken wiederum bei der Zentralbank verzinslich anlegen und das benutzen als Puffer für schlechte Zeiten. Das ist in der Tat richtig und das sind diese aufgeblasenen Guthaben, die sicherlich Grund zur Besorgnis sind. Also das wäre mal eine sehr grundsätzliche Frage. Und zwar unterscheiden wir ja in der Volkswirtschaftslehre zwischen Strom- und Bestandsgrößen, also Stocks und Flows.
Beim Konzept Geld habe ich jetzt aber den Eindruck, also dass diese Trennung irgendwo noch nicht so richtig vorgenommen wurde und im Allgemeinen Geld als Flow, also als Stromgröße aufgefasst wird. In einem Blog-Eintrag hat jetzt der Steve Keen da selber erkannt, also dem einen oder anderen vielleicht bekannt über die Banking Economics, dass es sich bei Bankdepots prinzipiell um Stocks, also Bestandsgrößen handelt. Da ist er draufgekommen, also aufgrund eines Blog-Eintrags von einem gewissen Neil Wilson. Also wie ist das zu beurteilen? Also wenn man da einmal sich einmal über die konzeptionelle Natur von Geld einmal einig ist, dass das zu der Lösung der Frage beiträgt. Zu der Unterscheidung Stocks and Flows. Unglücklicherweise wird Geld von Nichtökonomen oft mit Einkommen verwechselt und dann wäre es in der Tat ein Flow, aber Geld ist eindeutig eine Bestandsgröße. Das ist also kein Punkt der Diskussion, sondern Geld ist eine Bestandsgröße, es ist kein Flow. Dankeschön. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt in den Thesen weitergehen. Die nächste Frage war, und die kann man vielleicht schon kurz beantworten, der Geldschöpfungsgewinn kann einmalig realisiert werden wie bei Münzen oder dem Ankauf von Aktiva durch Banken oder dauerhaft wie bei Banken oder Chiralgeld, wenn das geschöpfte Geld verliehen wird. Einfach nur ganz kurz, ja, nein. Ja, das ist korrekt. Und es ist einfach die Frage, wie man es messen will. Es ist nicht an die Geldart der Geldschöpfung gebunden, sondern es ist einfach an den Geschmack desjenigen oder an die Zweckmäßigkeit gebunden desjenigen, der analysiert. Die nächste These war, die Geldschöpfung im Bankensektor führt zur Ausbeutung der Realwirtschaft und zu einer ungerechtfertigten Bereicherung des Bankensektors, wenn das Nachmachen und in Verkehr bringen von Banknoten und Münzen, in Klammer Geldfälschen, verboten gehört, dann erst recht das Nachmachen und in Verkehr bringen von Chiralgeld durch Nicht-Zentralbanken. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Geldschöpfung und das in Umlauf bringen von Falschgeld. Wenn ich mich heute Abend in meinen Keller setze und eine 100-Euro-Note in Umlauf bringe, dann sagt diese 100-Euro-Note, der Ertrag davon kommt mir zugute, aber die Forderung dieser 100-Euro-Note geht gegen die Zentralbank. Das ist eindeutig Betrug. Wenn eine Geschäftsbank Geld schöpft und auf einem Giralgeldguthaben 100 Euro sind, dann bedeuten diese, dann macht sie auch den Ertrag daraus. Aber diese 100 Euro sagen, ich habe eine Forderung gegen die Geschäftsbank. Das ist ein reguläres Geschäft. Das ist der Unterschied zwischen Falschgeld in Umlauf bringen und Geldschöpfung. Die Geschäftsbank steht für die Forderung an sich gerade und ist auch jederzeit bereit, diese Forderung einzulösen. Wenn ich morgen komme und sage, ich möchte mein Giralgeld in Bargeld haben, dann wird die Bank mir das umwandeln. Während die 100 Euro, die ich persönlich als Falschgeld in Umlauf gebracht habe, die werde, wenn der Besitzer kommt und sagt, jetzt möchte ich dir die wieder zurückgeben, der wird mich niemals finden. Der könnte nur zur Zentralbank gehen und die Zentralbank würde herausfinden, dass es Falschgeld ist und damit ist der Verlust bei dem entstanden, der es hält. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Geldfälscher damit einverstanden wären, dass, wenn Falschgeld entdeckt wird, dass sie es dann wieder eintauschen. Es geht eigentlich nur um die Tatsache, dass durch den Bestand an Giralgeld ja auch, was wir die ganze Zeit diskutiert haben, zinslos Geld zur Verfügung gestellt wird, genauso wie im Grunde genommen beim Falschgeld. Der rechtliche Unterschied ist natürlich klar und offensichtlich. Es ist aber auch ein ökonomischer Unterschied. Zum Beispiel der Ökonom Hayek hat ja eine These vertreten und hat gesagt, warum kann nicht jeder Geld produzieren? Warum braucht man überhaupt eine Lizenz? Lass jeden Geld produzieren. Wenn ich morgen Geld produziere und dann müsste ich natürlich korrekterweise draufschreiben, das sind 100 Carsten Lange Euro, dann hätte ich große Probleme, das Geld in Umlauf zu bringen, weil nämlich die meisten Leute kein Vertrauen darin hätten, dass ich das jederzeit bereit bin oder dass ich die Kapazität habe, das jederzeit in Zentralbank-Euros umzuwandeln. Das ist interessanterweise genau meine Sichtweise. Als Sie vorhin das Beispiel gehabt haben, Sie nehmen einen Kredit über 10.000, dann steht er ein, zwei Tage auf Ihrem Girokonto und dann überweisen Sie den. In dem Moment haben Sie Geld erzeugt, nämlich 10.000. Es ist bei der Bank entstanden. Ich sehe die Bank in diesem Falle
als eine Prüfzertifizierungsstelle, die eine Sicherheit prüft, als auch ihre Einkommenslage prüft, dass diese 10.000 auch wieder getilgt werden können. Der wahre Geldschöpfer sind nach meiner Ansicht und meiner Einschätzung Sie gewesen, nicht die Bank. Der Gewinn liegt aber natürlich bei der Bank und nicht bei dem, der den Kredit aufgenommen hat, zumindest der, wie man ihn so nennen möchte, Geldschöpfungsgewinn. Ich würde mich der These vom Herrn Fallstricker anschließen und würde es insofern sagen, dass es bei der Geldschöpfung und auch beim Geldfälscher immer zu einer Umverteilung kommt und dass ich, das ist aber jetzt einfach ein Werturteil dann, diese Umverteilung bei dem Geldfälscher so verkehrt finde, wie eben bei der Privatbank, weil man den Banken durch die rechtliche Situation eben da einfach ein Monopol eingeräumt hat. Und gegen die Vorstellung der Österreicher, also der österreichischen Schule, der Hayek da ja angehört hat, würde ich einfach die Wirtschaftsgeschichte richten, denn die realen Experimente, die man ja hatte mit solchen Free-Banking-Systemen, in denen jede Bank quasi eine eigene Zentralbank ist, sind meiner Meinung nach Grund genug, es nicht nochmal zu versuchen. Da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ich wollte nur einfach zeigen, dass selbst wenn man es erlauben würde, nicht jeder in der Lage wäre, eine Bank zu betreiben, sondern dass man auf jeden Fall das nötige Vertrauen brauchen würde. Und das würde voraussetzen, dass man auch wirklich die eigenen Mittel hatte. Ja, ich bin mir nicht sicher, wer es jetzt genau war, aber irgendein Ökonom in der Mitte des 20. Jahrhunderts hat, glaube ich, mal gesagt, jeder kann Geld drucken, die Kunst ist, dass es jemand annimmt. Also für mich ist die zentrale Frage jetzt bei dieser These wirklich, wo wird der Geldschöpfungsgewinn denn realisiert? Es ist, denke ich, nur eine Ausbeutung der Realwirtschaft, wenn der Geldschöpfungsgewinn tatsächlich vollständig im Bankensektor realisiert wird. Ansonsten würde ich sagen, dass der Geldschöpfungsgewinn oder das, was wir jetzt mit diesem Begriff Geldschöpfungsgewinn bezeichnen, eigentlich eine Zinssenkung für die gesamte Realwirtschaft bedeutet. Und das ist dann keine Ausbeutung. Das ist korrekt. Ja, ich würde nämlich eben nicht sagen Ausbeutung, sondern Umverteilung. Man hat immer eine Umverteilung. Und wenn die Zinsen wirklich niedriger sind aufgrund der Geldschöpfungsgewinne, also die Zinsen, die die Privatbanken uns abverlangen, dann haben wir eben einfach eine Umverteilung hin zu den Schuldnern der Privatbanken. Und das ist dann eben die Frage, ob man das möchte oder nicht. Deswegen habe ich vorhin davon im Werturteil gesprochen. Aber ich glaube, wir können eins festhalten, selbst wenn die Zinsen niedriger werden, es bleibt ein Geldschöpfungsgewinn bei den Banken. Nur was ich glaube, was in der ganzen Diskussion bisher nicht angesprochen worden ist, ja, die Banken erzielen einen Geldschöpfungsgewinn, aber auch ja, die Banken stellen eine ganz erhebliche volkswirtschaftliche Funktion zur Verfügung, von denen alle profitieren, weil die Banken betreiben ein Netzwerk, mit dem man Geld überweisen kann. Die Banken stellen die Privatbanken, garantieren ihren Einlegern Liquidität. Das heißt, wenn man in einer persönlichen Notsituation ist oder wenn irgendeine gute Situation erscheint, bei der man schnell investieren möchte, kann man das Geld von seinem Giralgeldkonto jederzeit abziehen. Das heißt, die Banken bieten ihren Kunden Liquidität, die Banken bieten ihren Kunden die Möglichkeit, Zahlungen sehr effizient zur Verfügung zu stellen und dafür verdienen die Banken in jedem Fall einen Geldschöpfungsgewinn. Worüber man diskutieren könnte, ist dieser Geldschöpfungsgewinn, den sie tatsächlich erzielen, ist der zu hoch oder nicht? Aber sie würden in jedem Fall einen Geldschöpfungsgewinn dafür verdienen, dass sie einen Service zur Verfügung stellen. So wie ein Autohersteller einen Gewinn dafür verdient, dass er uns die Möglichkeit gibt, jeden Tag, wenn ich möchte, irgendwo hinzugehen und ein Auto zu kaufen. Die Stichworte hat mir der Herr Carsten Lange geliefert. Das eine ist der Carsten Lange Euro. Der würde nur eine Anwendung finden, wenn er in einem Kreditkontrakt geschaffen worden ist, denn dann gibt es nämlich einen Schuldner und der braucht den Carsten Lange Euro. Es ist um Vertrauen oder sowas bei der Annahme, sondern immer darum, ist jemand verschuldet in der Währung, die ich emittieren möchte, wenn ich eine Emissionsbank bin. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich genau die Frage, könnte denn nicht eigentlich jeder Geld schöpfen oder ist denn nicht jede Bank eine eigene Zentralbank? Hatten wir das nicht schon mal? Wie ist denn das eigentlich überhaupt heute? Und meine These ist, eigentlich sind die Banken heute selbst genauso Bank, wie damals die Zettelbanken waren. Sie emittieren alle ein eigenes Giralgeld, eigentlich, nämlich indem sie ganz bestimmte Aktiva als Pfand akzeptieren und dann eigene Passiva produzieren. Das ist genau der Punkt, den der Carsten Lange vorher gesagt hat, mit Unterschied zwischen Geldfälscher, also quasi
illegitime Gelderzeugung und legitime Gelderzeugung, wenn ich die Forderung nämlich gegen mich erzeuge. Und wenn ich Forderungen gegen mich erzeuge und ich möchte, dass diese Forderungen unter Dritten als Zahlungsmittel akzeptiert werden, dann muss ich selbst hochsolvent sein. Und das ist der Punkt, bei dem die Banken heute, wie ich denke, auf eine Art und Weise einen, wenn man es so nennen will, Geldschöpfungsgewinn machen, der zum einen Teil legitim ist und zum anderen Teil illegitim ist und deshalb so unglaublich schwer, das auseinander zu dividieren. Gibt es überhaupt einen Geldschöpfungsgewinn oder gibt es keinen? Es gibt natürlich einen, das kann man daran erkennen, dass es einen Posten gibt, Sichtguthaben täglich fällig oder Verbindlichkeiten täglich fällig. Das hat keine andere Unternehmung, so ein Posten in der Bilanz. Jedes andere Unternehmen mit einer Verbindlichkeit, die täglich fällig ist, bedeutet, sie muss täglich, also heute, bezahlen. Diese Forderung muss bezahlt werden. Das müssen die Banken in Summe nicht. Und warum nicht? Weil sie Solvenz haben. Und jetzt ist genau der Punkt. Die Banken emittieren zwar ein individuelles Chiralgeld, die Haftung aber oder die Solvenzerzeugung ist eine kollektive über verschiedene private und aber auch öffentliche Einrichtungen. Ich glaube, an dem Punkt muss man ansetzen, wo ist der Geldschöpfungsgewinn wirklich legitim, nämlich aus eigener Bankensolvenz und im Fall der Fälle, nämlich dass die Bank gegen schlechte Sicherheiten oder zu viel Giralgeld gegeben hat, dass sie tatsächlich auch insolvent werden kann. Und wo ist der Geldschöpfungsgewinn illegitim, weil sie von öffentlicher Haftung profitiert, weil die Banken unverzichtbar sind, weil sie diese Dienstleistung zur Verfügung stellen. Ich denke, da müsste man ansetzen. Ich würde Ihnen in Ihrer Argumentation weitgehend zustimmen, bis auf den letzten Teil. Ich denke mal, was relevant ist, ist die Frage, ist der Geldschöpfungsgewinn, den die Banken machen, ist er zu hoch oder ist er nicht zu hoch? Wenn wir der Meinung sind, er ist zu hoch, dann sollten wir vielleicht die Banken und vielleicht nicht die Geldschöpfung selber, denn wir wollen nicht in das Geschäftsgebaren der Banken zu sehr eingreifen, sondern dann wollen wir vielleicht entweder den Gewinn der Banken höher versteuern oder aber wir wollen einfach dafür sorgen, dass mehr Konkurrenz entsteht. Falls der Geldschöpfungsgewinn zu hoch ist, dann würden die Banken in einer Situation perfekter Konkurrenz anfangen, Zinsen auf Giralgeldguthaben zu zahlen. Aber wenn wir versuchen zu sagen, wo ist es legitim, wo ist es nicht legitim, dann gehen wir durch jede kleine Aktivität der Bank und sagen, das ist eine gute Aktivität und das ist eine schlechte Aktivität. Und ordnungspolitisch ist das ein bisschen bedenklich, weil wir gehen auch nicht zu VW und sagen, du sollst hier dickere Gummidichtung reinmachen und wir mögen blaue Türen besser als rote Türen und, sondern wir gehen nur dann zu VW, wenn es wirklich dramatische Sachen sind, wo wir sagen, du musst einen Filter in deine Heizungsanlage einbauen, aber soweit das vermeidbar ist, greifen wir nicht in die Geschäftspolitik eines Unternehmens ein, weil wir einfach davon ausgehen, ordnungspolitisch oder weil der Staat davon ausgeht, das Unternehmen weiß besser, was für das Unternehmen gut ist als eine dritte Institution. Dem würde ich absolut zustimmen und entschuldige mich dann für die meinerseits missverständliche Ausdrucksweise, denn das war überhaupt nicht, was ich sagen wollte mit legitim oder illegitim, dass den Banken vorgeschrieben wird, ihr dürft nur noch dem kleinen Häuslebauer Kredite geben und nicht mehr dem Hedgefonds für einen Leverage Buyout oder sowas. Das ist nicht mein Punkt, sondern mit legitim und illegitim meinte ich dann das, was Sie meinen mit unterschiedlich hohe Geldschöpfungsgewinne oder ist sehr zu hoch vielleicht dieser Geldschöpfungsgewinn. Und in diesem konkreten Fall, den wir heute haben, würde ich sagen, ja, definitiv, der ist zu hoch, nämlich zu hoch für die einzelne Bankensolvenz. Denn wir haben gesehen, die Banken hätten ohne das massive Eingreifen der öffentlichen Hand ihr eigenes Geschäft nicht mehr aufrechterhalten können, weil ihre eigene Solvenzwahrnehmung im Umfeld, das ist dann nicht perfekte Konkurrenz, aber sagen wir mal zumindest Konkurrenz, ihre eigene Solvenzwahrnehmung war dann plötzlich so gering, dass die Banken untereinander nur noch mit Sicherheiten oder gar nicht mehr und ja quasi sowas wie ein elektronischer Bankrun im Prinzip stattgefunden hat. Daran denke ich, kann man sehen, das ist übrigens 1:1, wie was damals mit den Zettelbanken passiert ist, wo in den Clearinghäusern einfach bestimmte Zettel von bestimmten Banken einfach gehäuft aufgetreten sind. Und dann hat man festgestellt, da stimmt wohl irgendwas nicht. Und dann sind die Banken eben auch unter Bedrängnis gekommen, die viel von dieser einen Bank, die gefährliche Bank dann war, die viel emittiert hat, ja, die sind dann selbst auch in Schwierigkeiten gekommen. Genau das haben wir jetzt wieder gesehen. Also eigentlich stellen die Banken alle selbst ihr eigenes Giralgeld her, aber wir haften jetzt kollektiv dafür,
Ja, da hat die Bundeskanzlerin ganz klar gesagt, auch dafür steht die Bundesregierung ein. Das bedeutet, diese eigentlich pro Wirtschaftssubjekt, pro Bank zu tätigende, also diese Aktion, die die Bank selbst macht, diese Entscheidung, die die Bank selbst trifft, aber wir nicht eingreifen wollen, will sie dieses Giralgeld herstellen oder nicht? Oder anders, will sie diesen Kredit vergeben oder nicht? Also will sie diesen Teil von ihrer Solvenz zur Verfügung stellen, um diesen Kredit zu vergeben oder nicht? Diese Entscheidung wollen wir der Bank überlassen. Wir haften aber kollektiv für die Aufrechterhaltung dieses Postens Verbindlichkeiten täglich fällig bei der Bank. Und dann fällt natürlich ein Geldschöpfungsgewinn an bei einem privaten Institut im Zweifelsfall. Es sind ja zumindest auch private Banken dabei. Obwohl die Haftung, also die Solvenzquelle, eigentlich eine öffentliche ist. Und das habe ich gemeint mit quasi illegitimer Teil des Geldschöpfungsgewinns. Ich hoffe, das ist irgendwie ein bisschen klar geworden. Ich wollte mich nur anschließen und wollte nämlich deswegen quasi auch als Rückfrage stellen, warum Sie, Herr Lange, gerade den Privatbanken überhaupt einen Teil des Geldschöpfungsgewinns zugestehen. Ich würde das nämlich auch nicht tun aus genau dem Argument, dass Sie nämlich diese Gewinne realisieren können, aber dass Sie für das Risiko, das Sie damit eingehen, nicht haften können. Und das ist systemisch so, das ist gar nicht anders möglich. Der Geldschöpfungsgewinn ist ja, wie auch der Seniorage, Kosten der Geldproduktion werden nicht betrachtet. Das heißt, der Geldschöpfungsgewinn ist mit einem Ertrag zu vergleichen und nicht so sehr von einem Gewinn. So, wenn wir einen Ertrag haben, dann müssen daraus als erstes mal die Kosten gezahlt werden. Und ein Banker würde uns sagen, ein Computersystem, ein sicheres Computersystem zu betreiben, in dem man Überweisungen machen kann für Centbeträge, das ist ein Riesenkostenfaktor und der wird zum Teil natürlich über die Gebühren der Girokonten gedeckt und zum Teil auch über Überweisungsgebühren, aber er wird eben auch aus dem Geldschöpfungsgewinn gedeckt. Und dann muss man natürlich sagen, auf diese Kosten, jedes Unternehmen hat natürlich das Recht, einen angemessenen Gewinn zu machen. Man kann darüber streiten, was angemessen ist. Das heißt, ein Geldschöpfungsgewinn ist in jedem Fall gerechtfertigt. Er ist gerechtfertigt, weil Kosten entstehen, die gedeckt werden müssen, weil der Geldschöpfungsgewinn ein Ertrag ist, aus dem Kosten gedeckt werden müssen. Er ist auch gerechtfertigt, weil die Bank eine soziale Leistung zur Verfügung stellt und dafür einen Gewinn erwirtschaften kann, genau wie ein Autounternehmen eine soziale Leistung zur Verfügung stellt, indem sie uns Mobilität zur Verfügung stellt. Das Argument, was vorgetragen wurde von Herrn Hofer, dass die Glaubwürdigkeit der Banken nicht ihre eigene Glaubwürdigkeit ist, sondern die Glaubwürdigkeit der Zentralbank ist, da kann ich nur zustimmen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Und in dieser Zeit, die wir gerade haben und wo wir darüber diskutieren, too big to fail, kann ich natürlich sagen, ich traue der Commerzbank nicht deshalb, weil ich so großes Vertrauen in die Commerzbank per se habe, sondern weil ich weiß, wenn die Commerzbank pleite gehen sollte, wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit die Geschäftsbank einspringen. Aber in guten Zeiten muss man auch sagen, dass die Banken natürlich auch einiges dafür tun müssen, um das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Das heißt, zumindest Experten werden sich die Bilanz der Bank angucken und werden sagen, diese Bank ist gut, weil sie liquide ist. Und liquide heißt immer, dass man auch Mittel aktiver hat, die zu geringen Zinsen angelegt werden müssen. Also ich denke, die Vertrauensfunktion in guten Zeiten wird sowohl von der Zentralbank bereitgestellt, als was man als the lender of last resort bezeichnet, dass sie im Zweifel einspringen. Und wir haben ja gesehen, dass die Zentralbank nicht immer einspringt. Wir haben es ja hier in den USA gesehen mit Lehman Brothers. Da ist die Zentralbank ja nicht eingesprungen. Danach hat sich allerdings herausgestellt, dass bei großen Instituten die Zentralbank wenig Möglichkeiten hat. Aber ein Geldschöpfungsgewinn ist in meinen Augen in jedem Fall gerechtfertigt. Man kann nur darüber diskutieren, wie hoch dieser Geldschöpfungsgewinn sein sollte. Ja, ich konnte eben nicht so ganz zustimmen, als der Sprecher einen Autokonzern VW verglichen hat mit einer Bank. Und wir sind ja jetzt eben gerade nicht in guten Zeiten. Und der Vergleich zwischen Volkswagen und einer mittleren Bank ist sozusagen, hat so einen nostalgischen Klang dort drin. Wir leben nun mal in den Zeiten von too big to fail Banks. Und wenn man mal stattdessen Opel und JP Morgan vergleicht oder selbst die Commerzbank, die angesprochen wurde, dann kann man nicht nachvollziehen, warum man ordnungspolitisch nicht sagen muss, der Ordnungspolitiker muss hier sehr stark in die Geschäfte der Bank eingreifen, um eben, weil es eben anders als bei Opel, wo man ungefähr weiß, wie viele Arbeitslose hinterher auf der Straße stehen, die arbeitslosen Banker, ja, die Commerzbank entlässt, nicht das Problem darstellen. Und insofern in der heutigen Zeit
muss man ordnungspolitisch bei der Commerzbank, bei JP Morgan und natürlich noch mehr bei Goldman Sachs natürlich, und deshalb werden die auch vorgeladen vor den Kongress, ist diese ordnungspolitische Haltung, naja, die Bank wird schon das Richtige tun, so wie VW schon die richtigen Autos baut mit der richtigen Farbe. Ich glaube, die Haltung schädigt ja hier das Volk, die als Backstop und als letzte Sicherheit für diese Banken gerade stehen müssen. Und das muss ja ordnungspolitisch auch Konsequenzen haben. Ich kann Ihnen nur zustimmen, da eine Bank eine so wichtige soziale Funktion hat und da auf der anderen Seite eine Bank immer die Tendenz hat, ein etwas größeres Risiko einzugehen, als das sozial vielleicht wünschenswert ist, weil sie ja eben im Hintergrund immer den Lender of Last Resort hat, ist es nötig, ordnungspolitisch ganz dramatisch einzugreifen. Und das ist die Aufgabe der Bankenaufsicht. Und in meinen Augen ist es nicht das Banksystem, was versagt hat. Das Banksystem hat so gearbeitet, wie es immer gearbeitet hat. Es ist die Bankenaufsicht, die versagt hat, die Bankenaufsicht, die nicht rechtzeitig erkannt hat, welche Risiken in den Bankbilanzen versteckt waren, oder aber auch die Bankenaufsicht, die es erkannt hat, aber sich nicht getraut hat, tätig zu werden. Das ist das eine. Das zweite, was ich gerne richtigstellen möchte, die Commerzbank ist nicht too big to fail, weil das so viele Arbeitslose geben würde. Das wäre bei VW in wesentlich größerem Ausmaße der Fall. Die Commerzbank ist too big to fail, weil die Commerzbank eine große Bank ist. Die Deutschen würden also sagen, vielleicht vertraue ich einer kleinen Bank nicht, aber auf jeden Fall vertraue ich einer großen Bank nicht. Wenn die Commerzbank pleite ginge und die Einleger ihre Einlagen nicht zurückbekommen würden und nicht jede Einlage ist über den Einlagensicherungsfonds gedeckt, dann würden die Einleger das Vertrauen in das gesamte Bankensystem verlieren. Und ja, eine Volkswirtschaft kann es sich erlauben, dass eine Bank pleite geht. Eine Volkswirtschaft kann es sich auch erlauben, dass eine große Bank pleite geht. Aber eine Volkswirtschaft kann es sich nicht erlauben, dass das gesamte Bankensystem nicht mehr funktioniert. Weil was passieren würde, wenn die Volksbank pleite geht, dass die Leute hätten auch kein Vertrauen mehr in eine ansonsten gesunde kleine Bank. Und sie würden ihre Guthaben abziehen. Aber das Problem ist, dass diese Guthaben, die andere Seite der Guthaben, ja langfristig als Kredite ausgeliehen sind. Das heißt, die Bank wäre nicht in der Lage, so kurzfristig alle ihre Kunden zu bedienen. Sie können jederzeit einen Teil ihrer Kunden bedienen, dafür haben sie Liquidität, aber sie sind nie in der Lage, alle gleichzeitig zu bedienen. Und das würde die nächsten Banken in den Bankrott ziehen. Eine Klarstellung, die Geschäftsbanken bzw. die Banken, von denen wir reden, sind keine Banken, sondern sind Kreditinstitute nach KWG. Zweitens verlange für die Dienstleistungen, welche die Kreditinstitute bereitstellen, nehmen die Gebühren nach ihren eigenen AGBs für die Kosten, die entstehen für diesen Service. Das heißt, die Gebühren sind heute zu niedrig für den Service, welchen sie anbieten, beziehungsweise sie müssen eine Kreditausfallgebühr nehmen, entsprechend der Bonität des Kunden. Und damit könnte man die Seniorage, diesen Geldschöpfungsgewinn, wieder am Staat zuschieben, weil die Kreditinstitute ja Gebühren bekommen für ihre Leistung. Ja, aber wie so oft in Unternehmen, die viele Leistungen anbieten, ergibt sich doch eine Mischkalkulation. Also nicht immer decken die Gebühren die gesamten Kosten ab, sondern oft sind die Gebühren nur ein Teil der Kosten und es gibt andere Erträge, die den Rest abdecken. So ist es auch hier. Also ich denke zu sagen, die Banken dürfen keinen Geldschöpfungsgewinn erzielen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre dazu, wir würden sagen, wir verpflichten sie auf Giralgeld genauso viel Zinsen zu zahlen wie auf Sparbriefe oder vielleicht ein bisschen weniger. Wäre in meinen Augen nicht gut, weil dann müsste jemand eingreifen und müsste sagen, wie hoch soll dieser Zins sein? Sondern wir lassen ihnen den Geldschöpfungsgewinn. Den haben sie, um ihre Kosten zu decken, um einen Gewinn zu erzielen, um einen angemessenen Gewinn zu erzielen. Und wenn wir insgesamt der Meinung sind, dass Banken zu viele Gewinne erzielen, vielleicht aufgrund eines nicht funktionierenden Marktes, dann müssen wir alles tun, um den Markt mehr konkurrenzbetont zu machen oder im Zweifel vielleicht sogar die Gewinne höher besteuern. Aber ich würde nicht so weit gehen, in einzelne Geschäfte der Banken reinzugehen und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht und ihr dürft diesen Ertrag erzielen, aber diesen Ertrag dürft ihr nicht erzielen. Da hätte ich gerne nochmal direkt jetzt eine Frage, und zwar vor 1960,
als im Grunde genommen noch sehr, sehr viel mit Bargeld bezahlt wurde. Und dann kam das Girokonto für jedermann. Durch eine technische Änderung ist im Grunde genommen der Geldschöpfungsgewinn von der Zentralbank an die Geschäftsbanken gewandert. Und ich kann nicht einsehen, dass praktisch eine technische Änderung jetzt so fundamental die Spielregeln ändern, weil ich könnte mir vorstellen, dass der Geldschöpfungsgewinn ganz anders genutzt werden könnte, wie ich in der nächsten These formuliert habe, und zwar, wenn die Geldschöpfung des Bankensektors auf die Zentralbank zurückübertragen werden würde und der Geldschöpfungsgewinn analog zu Münzen einmalig realisiert werden würde, dann könnte mit dem dabei realisierbaren Geldschöpfungsgewinn die Staatsverschuldung Deutschlands in Höhe von ca. 2.000 Milliarden Euro getilgt werden. Und das wäre aus meiner Sicht eher der Einsatz des Geldschöpfungsgewinns. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr, was passiert ist im oder nach 1960 als eine technische Änderung. Es war ein dramatischer technischer Fortschritt. Ich war vor einigen Jahren in Griechenland in einem kleinen Dorf und der Autovermieter hat gesagt, weil morgen ist er nicht da, weil er in die Stadt fahren muss, um seine Elektrizitätsrechnung zu bezahlen. Die musste er bar bezahlen. Heute können wir das mit ein paar Klicks machen. Und ich kann vielleicht ein anderes Beispiel sagen. Vor nicht allzu langer Zeit, Telefonleistung, wenn wir kommunizieren wollten, so wie jetzt über ein telefonähnliches Gerät, der Ertrag daraus ist dem Staat zugeflossen. Die Telekom oder die Deutsche Post damals gehörte dem Staat. Die Erträge daraus sind dem Staat zugeflossen. Der Staat hat die Leistung zur Verfügung gestellt. Heute gibt es DSL-Anbieter und wir unterhalten uns hier über den Computer und die Erträge daraus fließen den DSL-Anbietern zu. Sie zahlen Gebühren an ihren DSL-Anbieter. Ich zahle Gebühren an meinen DSL-Anbieter. Wir tun das nicht für jede Minute, die wir hier reden, sondern wir machen das monatlich. Der DSL-Anbieter erzielt Gewinne daraus. Aber auf der anderen Seite hat der DSL-Anbieter uns auch einen dramatischen technischen Fortschritt zur Verfügung gestellt. Und das haben die Banken gemacht. Und ich glaube, wenn wir bei der Post geblieben wären, dann hätten wir nicht denselben technischen Fortschritt erreicht, den wir heute erreicht hätten. Und ich glaube, wenn wir den Banken nicht erlaubt hätten, 1960 den Zahlungsverkehr voranzutreiben, sondern hätten gesagt, das darf nur die in der Zeit die Landeszentralbank machen, ich glaube nicht, dass wir dann so einen effizienten Zahlungsverkehr hätten wie heute. Ich bin dann an der Stelle, glaube ich, ein wenig radikaler. Denn abgesehen von den Vorteilen, die das Bankensystem bringt, glaube ich, dass das gar niemand in Abrede stellt. Und ich glaube auch niemand möchte den Banken Vorgaben machen, was sie für Zinsen zu nehmen haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man die, also zum Beispiel über eine 100% Mindestreserve, man muss das ja nicht so extrem von Anfang an machen, dass man den Banken, ohne ihr Geschäftsmodell zu zerstören, die Geldschöpfungsgewinne nehmen kann und sie für andere Sachen verwenden kann. Und ich würde sogar eben noch einen anderen Grund führen, warum man das auch tun sollte. Ökonomen mögen es immer nicht, wenn die Kosten und der Preis von etwas auseinanderfallen, wie das bei diesem Autobeispiel der Fall ist. Der Preis des Autofahrens ist, wenn man die Umweltverschmutzung nicht mit einbezieht, eben niedriger als er sein soll. Und ich glaube, dass wenn man diese Subventionierung sozusagen, dass Banken eben nicht nur mit dem Geld des Staates handeln, sondern eben auch mit Ansprüchen auf das Geld des Staates vermischt handeln können, ihre Kosten so senken können, was natürlich auch Vorteile hat, weil sie die Leistung günstiger machen. Ich glaube, das führt zu einer Verzerrung, die eben nicht gut ist, die zur Aufblähung, zur Überblähung und zur Blasenbildung der Märkte führt. Und deswegen bin ich an der Stelle, glaube ich, da radikaler als der Herr Lange, indem ich sage, das ist eine Quersubventionierung, die ich für nicht richtig halte. Andererseits heißt das ja nicht, dass man dann eben die Privatwirtschaft nicht möchte oder eben die Landesbanken einführen möchte. Das ist, glaube ich, kann man getrennt sehen, die Problematik. Könnte man an dieser Stelle vielleicht davon sprechen, dass man eine Art Marktversagen im Grunde sogar hat? Also ich sehe den Punkt von Herrn Lange sehr ähnlich. Die Banken haben da einen Fortschritt gebracht und es ist durchaus legitim, dass der auch entlohnt wird. Jetzt scheinen aber viele, und ich habe da die empirische Bewertung dafür nicht, aber viele scheinen der Ansicht zu sein, dass diese Entlohnung einfach zu hoch, also unangemessen hoch ist
Und müsste es nicht eigentlich so sein, dass wenn dieses Geschäft, Giralgeldkonten anzubieten, so lukrativ ist, dass dann eigentlich die Banken auf das Giralgeld Zinsen bezahlen müssten und dass der Fakt, dass sie das nicht tun, sondern im Gegenteil eher noch Gebühren verlangen in vielen Fällen, dass das einfach ein Fall von Marktversagen ist, vielleicht aufgrund von einem Bankenoligopol? Im Grunde ja, es ist ein Marktversagen. Und Herr Reich, ich stimme Ihnen da vollständig zu, was Sie vorgeschlagen haben, eine Mindestreserve, und Sie hatten gesagt 100%, ich würde sagen eine Mindestreservenerhöhung, um einen Teil des Geldschöpfungsgewinns von den Zentralbanken wegzunehmen oder aber auch, dass man den Banken keine Zinsen auf Mindestreserven zahlt. Das sind alles Instrumente, die ordnungspolitisch durchaus vertretbar sind. Unter monetären Ökonomen wären die einzelnen Instrumente sicherlich sehr heiß umstritten, was man nun macht und welche Folgen das hat. Aber im Großen und Ganzen kann ich Ihnen da nur zustimmen. Und es ist in der Tat mit das Argument, was Sie gebracht haben, den Vergleich mit dem Umweltschutz, denke ich, ist ein treffendes Argument, weil die Banken bieten eine Leistung an, aber ein Teil der Kosten, nämlich die Glaubwürdigkeit, das wurde ja vorher bereits angesprochen, ich glaube von Herrn Hofer, ein Teil der Kosten, diese Glaubwürdigkeit zur Verfügung zu stellen, kommt von der Zentralbank. Und insofern kann man sagen, wenn ein Teil der Kosten vom öffentlichen Sektor kommt, dann hat der öffentliche Sektor auch ein Anrecht auf einen Teil der Erträge. Da würde ich Ihnen vollständig zustimmen. Ich würde nur sagen, eine hundertprozentige Mindestreserve würde den Geldschöpfungsgewinn vollständig von den Banken wegnehmen. Und die Banken müssen zumindest etwas behalten, um ihre Kosten zu decken und um einen angemessenen Gewinn zu haben. Das heißt, wenn Sie sagen würden, Sie möchten eine hohe Mindestreserve haben, damit die Banken höhere Kosten haben, um einen geringeren Geldschöpfungsgewinn zu erzielen, stimme ich Ihnen dazu. Also ich hätte mal ganz gerne eine Frage, also was mich immer so ein bisschen stutzig macht. Eine Bank von mir, die will jetzt zurzeit für einen Überziehungskredit, das wissen wir alle, Dispo so irgendwie zwischen, also bei mir sind das irgendwie 14% haben. Und wenn ich diesen Kredit aber nicht in Anspruch nehme, das ist die Gretchenfrage. Da ärgere ich mich richtig. Da muss ich auch schon für die Bereitstellung an für sich schon so einen jährlichen Zins zahlen. Ich gebe das mal weiter jetzt an die Realwirtschaft. Wenn ich in den Kaufhof gehen will und dafür, dass ich dann einmal im Jahr da vielleicht die Bereitschaft habe, dieses Produkt in Anspruch nehme, muss ich auch 3% Zinsen aufs Jahr bezahlen. Ich finde das einfach nicht richtig. Beim Kaufhof, die Bereitstellung, der Kaufhof hat ja Lagerkosten. Der hat, das heißt, da sind so viele Güter in dem Kaufhof drin, dass sie praktisch niemals leere Regale haben und dafür müssen sie Güter bereitstellen, dafür entstehen Kosten und diese Kosten sind natürlich im Preis mit inbegriffen. Sie zahlen also beim Kaufhof die Kosten dafür, sie werden nur nicht extra ausgewiesen und die Bank in ihrem Fall weist diese Kosten extra aus. Das heißt, was die Bank machen könnte und was Banken ja auch früher gemacht haben, statt diese Kosten extra auszuweisen, hat man die halt in den Überziehungskredit mit einbezogen und würde dann vielleicht statt 14-15% nehmen. Dann könnte aber derjenige, der den Kredit nimmt, sagen, wieso zahle ich eigentlich Bereitstellungskosten? Ich habe ihn ja genommen und ich werde niemals mehr nehmen als das, was ich sowieso nehmen kann. Das ist nicht fair. Insofern ist das immer eine Frage, wie man die Preisgestaltung macht bei der Bank. Also da muss ich aber leider mal widersprechen, das ist nämlich nicht richtig. Ich habe auch eine Firma, ich halte Produkte bereit, die sind zum Verkauf und dann berechne ich nicht den Kunden irgendein Geld, weil ich dann vielleicht nicht gut gewirtschaftet habe. Oder da muss ich auch sehen, unter dem freien Wettbewerb, wie ich diese Artikel an den Mann kriege. Und ich finde das einfach, welchen Aufwand haben die denn? Das ist einfach ein virtuelles Produkt. Das sind einfach heute digitale Zahlen. Da sitzt auch keiner mehr, der irgendwie da großartig was aufs Papier schreibt. Es ist anders bei einer Hardware. Die muss eingelagert werden, die muss verwaltet werden und so weiter. Da steht eine Logistik hinter. Aber bei der Banklogistik im digitalen Zeitalter ist der Aufwand sowas von mini und gering. Und vor allem, was mich wirklich richtig sauer macht, wenn man hört, von dass die Banken für 0,7% oder 0,6% bei der EZB sich das Geld beschaffen können und dann für teilweise bis zu 15% weiter verticken, das ist schon schlimmer als jeder Zuhälter, was da läuft.
dass vielleicht die Zinsspanne dabei zu groß ist, dass die Banken sich zu nahezu 1% oder fast oder weniger selbst verschulden können bei der Zentralbank und dann diese Guthaben verleihen zu 14% oder 15%. Die Zinsspanne mag in der Tat zu groß sein, da stimme ich Ihnen zu. Die Bank würde wahrscheinlich sagen, in diesen schlechten Zeiten ist das Risiko so hoch, dass wir hohe Zinsen nehmen müssten. Ich würde dem nicht unbedingt folgen wollen. Was die Lagerkosten in Ihrem Unternehmen angeht, ich vermute, die Weise, wie Sie Ihre Preise kalkulieren, ist, dass Sie Ihre Kosten ermitteln, Ihre Produktionskosten, alle Kosten inklusive der Sekretärin und der Miete für Ihr Geschäft und dass Sie dann einen angemessenen Aufschlag nehmen. Und in diesen Kosten sind ja auch die Lagerkosten für Ihre Güter mit drin. Also indirekt überwälzen Sie auch diese Kosten auf den Kunden. Wir sind natürlich jetzt schon einen Schritt weiter, aber vorher ist mal der Satz gefallen, ob es darum geht, dass Banken einen Geldschöpfungsgewinn erzielen dürften oder ob man das gegebenenfalls sogar irgendwie verbieten müsste oder so ähnlich oder dass der Geldschöpfungsgewinn soll irgendwo anders hingehen. Ich glaube, das ist vergebene Liebesmühe. Man kann in diesem Sinne einen Geldschöpfungsgewinn, das kann man nicht verbieten. Man kann nicht hingehen zu VW und sagen, ihr dürft ab sofort keine Handelswechsel mehr ausstellen, weil die könnten ja von Dritten verwendet werden als Zahlungsmittel und damit seid ihr Geldschöpfer und das müssen wir unterbinden. Warum würden diese Dritten den Handelswechsel, wo VW quergeschrieben hat, akzeptieren, weil sie genau wissen, dass VW so solvent ist. Ja, da geht es nicht um Liquidität, da geht es immer um Solvenz, um Eigentum, um Haftungsmasse sozusagen. Und diese Art von Geldschöpfungsgewinn, die daraus erzielt werden kann, dass man selbst nicht liquide, sondern solvent ist, über Masse verfügt, das kann man nicht verbieten. Damit würde man die Bürgergesellschaft quasi abschaffen. Was die Banken aber aus meiner Sicht bringen müssen, ist, sie müssen insolvenzfähig sein. Denn dann wird jeder illegitime oder zu große oder wie auch immer Geldschöpfungsgewinn wird ratzfatz eingedampft, wenn die Solvenz des einzelnen Instituts vom Publikum als zu gering eingeschätzt wird, weil dann wird das Institut einfach auseinandergenommen und dann ist es eben insolvent und hat damit den Geldschöpfungsgewinn. Das ist ja ein Risiko für die Bank, wenn sie einen Kredit vergibt. Das ist ein Risiko für die Bank. Aber dieses Risiko ist dann halt mal nicht aufgegangen, ja, wenn die Bank insolvenzfähig ist. Und den illegitimen oder zu hohen Geldschöpfungsgewinn, den kann ich nur dann bekommen, wenn die Bank nicht mehr insolvenzfähig ist, sondern im Fall der Fälle dann irgendjemand anders die eigentliche Solvenz zur Verfügung stellt und Gewinn, ob man den dann Geldschöpfungsgewinn nennt oder wie auch immer, wenn der aber weiter privat bleibt. Dort liegt das eigentliche Problem. Die Banken müssen insolvenzfähig werden. Ich würde in einem kleinen Punkt widersprechen an dem Argument, und zwar nicht bei der Frage, ob man Handelswechsel verbieten kann, sondern bei der Frage, ob ein Handelswechsel etwas ist, bei dem Geldschöpfungsgewinn anfällt. In der Regel heißt ein Handelswechsel, dass ich nicht zahle, sondern mit einem, keine Ahnung, in 3 Monaten zahle. Und für diese 3 Monate spätere Zahlung muss ich meistens auch bei jedem Handelswechsel einen Zins zahlen an den ich später bezahle. Die Besonderheit, und nur deswegen ist es bei der Bank anders, ist, dass die Bank einem einen Wechsel ausstellt, der keine Fristigkeit hat. Der ist schon fällig in der Sekunde, in der sie ihn mir gibt, stellt aber trotzdem diesen Wechsel aus. Das ist das Chiralgeld. Das Chiralgeld ist ein Anspruch auf das Zentralbankgeld, der sofort fällig ist. Und weil er sofort fällig ist und ich ihn sofort einlösen könnte, zahlt sie auch keinen Zins draus. Und das ist ein wichtiger Unterschied zwischen dem Handelswechsel, den viele Leute schreiben können, den sie nicht unverzinslich unterbringen, weil er eine Fristigkeit hat, und dem Unterschied dem, was die Banken machen, nämlich Ansprüche austeilen, die sofort fällig sind und die sie deswegen unverzinslich rausgeben und dadurch eben zu einer 0% Finanzierung zu einem gewissen Teil eben kommen können. Und daran hängt dann auch die Solvenz. Den Handelswechsel, der wird irgendwann fällig und deswegen muss ich in der Zwischenzeit auch nichts vorrätig halten dafür, dass jemand mit dem Handelswechsel zu mir als Unternehmen kommt. Ich muss den erst erfüllen können, wenn er fällig wird. Und das ist ja eben der Unterschied bei der privaten Bank. Die kann ihre Wechsel ausstellen in einem Volumen, die größer sind als das, was sie zu dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit eben zur Verfügung hatten. Das ist der große Unterschied zu dem Unternehmen. Und deswegen, glaube ich, reden wir so viel über die Regulierung der Banken. Und das ist das, was ich ihnen nehmen wollen würde. Ich würde sie versuchen, zu einem normalen Unternehmen zu machen. Und ich glaube, dass sie dann immer noch ihren Gewinn machen könnten.
Ich wollte mal auf diese Mindestreserve und die Erhöhung der Mindestreserve zu sprechen kommen, weil ich nämlich die Vermutung habe, ist, wenn wir dann jetzt diese Lösung, die Sie ja beide für gut behalten haben, die Mindestreserve zu erhöhen, anwenden würde im Markt, was für Folgen hätte das denn dann für den Markt? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass dann das Risiko für die einzelne Bank, einen Kredit auszugeben, sehr viel höher ist und die Bank sich dieses Risiko, was dann in der Folge höher ist, auch höher bezahlen lassen wird. Und zum anderen, noch einen zweiten Punkt, damit ich mich gleich nochmal melden muss, ist, wenn man die Forderung stellt, dass Banken insolvent gehen können, wie stehen Sie beide denn dann zu einer Trennung von Kredit- und Investmentbanken in der Form von Glass-Steagall? Weil da arbeite ich auch an einem Antrag und deswegen bin ich an dem Thema sehr interessiert. Zum Ersten die Frage, wenn wir jetzt die Mindestreserve erhöhen würden, was würde passieren? Oder wenn wir die Zinsen auf Refinanzierung erhöhen würden, dann würden die Kosten der Banken steigen. Sie würden einen Teil überwälzen und die Kreditzinsen würden steigen. Und das ist natürlich, das ist was, was wir in der jetzigen Situation, in der Mitte einer weltweiten Rezession, überhaupt nicht gebrauchen können. Das heißt, so sehr ich dem Argument von Herrn Reich zustimmen würde, sehe ich darin eher eine Langfristlösung als eine Kurzfristlösung. Der andere Punkt war, die Insolvenz von Banken zu ermöglichen. Das, was der Herr Hofer angesprochen hatte, das finde ich eine exzellente Idee. Das heißt, man müsste in der Lage sein, Banken pleite gehen zu lassen, ohne dass dadurch ein Schaden für das gesamte Bankensystem entsteht. Und ich glaube, da würden die meisten Bankregulatoren zustimmen. Das Problem ist bloß, wie setzt man das institutionell um, sodass das möglich ist. Und die letzte Frage, Glass-Steagall. Ich glaube, die USA hat ja den Glass-Steagall Act aufgehoben. Und ich glaube, sie hat den aufgehoben, weil der Glass-Steagall Act hat die Bankgeschäfte unglaublich verkompliziert, ohne allerdings wirklich Vorteile zu bringen, weil mit den heutigen Finanzinstrumenten, mit Töchtern, die Banken gründen können, mit neuen Finanzinstrumenten, die sie gründen könnten, gäbe es immer Möglichkeiten, um Glass-Steagall herumzugehen. Und am Ende würde es auch nicht so viel helfen, weil unsere Finanzkrise kam daher, dass die Banken zu riskante Kredite vergeben würden. Das heißt, dann würden in der nächsten Situation halt die Kreditbanken, die zwar keine eigenen Investitionen mehr betreiben dürfen im Sinne des Ankaufs von Aktien, dann würden die zu hohe Risiken eingehen mit den Krediten. Ich glaube, Glass-Steagall beruhte mehr darauf, dass man einen Interessenkonflikt vermeiden wollte. In dem Sinne, dass wenn eine Bank einen Kredit in ein Unternehmen gibt und die Bank zur selben Zeit Aktien an diesem Unternehmen hat, dass die Bank unter Umständen zu spät agieren würde und den Bankrott des Unternehmens fördern würde, weil sie ja selber Aktien darin haben. Ich glaube, das war die Frage von Glass-Steagall und ich glaube, da kann man bankregulatorisch das Problem besser direkt anzugehen, als die Banken in zwei Teile zu zerlegen. Was für mich oder was für uns alle der ganz, ganz wichtige Punkt ist und deshalb auch die Frage an Axel und Nikolai. Die Gretchenfrage war ja, gibt es einen Geldschöpfungsgewinn oder gibt es keinen Geldschöpfungsgewinn? Kann ich aus der ganzen Diskussion entnehmen, dass Konsens besteht? Ja, es gibt einen Geldschöpfungsgewinn. Da würde ich zustimmen. Die Frage war auch in der Kontrathese nur ganz kurz mit Ja oder Nein. Ein Geldschöpfungsgewinn liegt nur vor, wenn er zum Zeitpunkt der Geldschöpfung vorliegt und als Gewinn in der Bankenbilanz erscheint. Würden Sie das mit Ja oder mit Nein beantworten? Ja, würde ich schon sagen. Sind Sie sicher? Weil der Geldschöpfungsgewinn liegt ja nicht vor, wenn er über Zinsen realisiert wird, zum Zeitpunkt der Geldschöpfung. Wenn ein Kredit vergeben wird, ist ja der Zins noch nicht realisiert. Es sei denn, man sagt, der nicht realisierte Gewinn ist schon Gewinn. Wenn ich den Kredit am 30. Dezember vergebe, dann die erste Zinszahlung erfolgt dann natürlich erst im Januar. Aber in aller Regel, in dem Moment, wo ich den Kredit vergebe, in dem Moment entsteht auch in der logischen Sekunde, entsteht auch Geld, weil der Kreditbetrag wird in aller Regel auf einem Girokonto bereitgestellt. Ob dieses Geld dann ein paar Tage später wieder vernichtet wird oder nicht, aber in dem Zeitpunkt entsteht die Geldschöpfung
Und für die paar Tage, bis das Geld dann wieder vernichtet worden ist, hat die Bank dann zumindest eine Refinanzierungsrate von null gehabt. Also, um auf die Frage von Arne nochmal einzugehen. Ja, also es gibt diesen Umstand, dass sozusagen wer auch immer Zahlungsmittel verwaltet, dadurch natürlich, weil die, wie hier schon oft gesagt wurde, ständig sofort fällig sind, keine Zinsen bezahlt werden, dann hat der dadurch einen Gewinn. Den kann man Geldschöpfungsgewinn nennen, das ist ganz klar. Die eigentliche Frage war für mich persönlich sowieso immer, ist das intelligent, das so zu nennen, aus sagen pragmatisch im Sinne der Diskussion. Da ist jetzt leider die Diskussion in ganz andere Richtungen abgedriftet und wir haben weniger über die Alternativen geredet. Ich hatte ja das versucht, mal in die Richtung zu lenken, es hat nicht wirklich funktioniert. Die Frage ist doch zweierlei. Also man hat die Geldschöpfung und man hat jetzt irgendwie einen Gewinn, der sich aus Zinsdifferenzen ergibt. Und die eigentliche Frage ist, ja, also wie gesagt, man kann jetzt den Banken was wegnehmen, aber wie macht man das, wenn man das will? Das ist für mich der eigentliche Punkt. Von daher, deine ursprüngliche Frage, gibt es einen Geldschöpfungsgewinn? Ja, von mir aus können wir den so nennen. Nicht so, wie er in der ursprünglichen Formulierung im Wiki da stand bei uns, was ja Auslöser ursprünglich dieser ganzen Debatte war. Denn in der Diskussion hat sich ergeben, dass der Geldschöpfungsgewinn anders betrachtet wird, aber grundsätzlich können wir darüber reden. Ich werde noch mal gern zu dem Punkt zurückgekommen. Ich lese noch mal die These, die Kontrathese vor. Arne, das ist eben eine Kontrathese, die aber nicht wirklich genau wiedergibt, was hier gesagt wurde. Deswegen finde ich das problematisch, mit diesen Kontrathesen umzugehen. Also zum Zeitpunkt der Geldschöpfung selbst, in diesem Moment, entsteht kein Gewinn. Als der Herr Lange seine 10.000 Kredit genommen hat und 10.000 Geld eingebucht bekommen hat, hat die Bank zu diesem Zeitpunkt nicht einen Cent Gewinn. Genau das gleiche gilt beim Bargeld. Die Ausnahme ist bei den Münzen, weil die halt noch anders laufen. Und der Rest, die Basis für den Rest ist der Kreditvertrag. Und das betrachte ich halt als Erträge aus Kreditvergaben. Wenn man jetzt sagt, wenn mit dem Kredit auch Geld entsteht und das definieren wir dann als Geldschöpfungsgewinn, dann habe ich keine Probleme damit zu leben. Ja, ich glaube, das ist auch kompatibel mit dem, was vorher gesagt worden ist. Wir brauchen den Begriff Geldschöpfungsgewinn nicht so verwenden. Wir können sagen, die Bank macht eine Zinsspanne. Sie macht eine Zinsspanne und die Zinsspanne ist größer, wenn sie sich die Refinanzierung über Giralgeld besorgt. So könnte man das sagen. Und es ist korrekt, in der logischen Sekunde, wo das Geld entsteht, hat die Bank noch keinen Gewinn gemacht. Wenn ich aber das Geld 3 Tage auf meinem Girokonto lasse, bevor ich mir vielleicht Bargeld abziehe, in diesen 3 Tagen hat die Bank dann allerdings einen Gewinn gemacht, weil sie hat dann die Refinanzierung billiger bekommen, als sie anderweitig bekommen hätte. Ich möchte das nochmal klären, weil auch nach meinem Verständnis und auch insbesondere jetzt Axels Verständnis ist das natürlich gerade kein Gewinn. Ersparte Kosten sind aus der Sicht einer Geschäftsbankenbilanz kein Gewinn. Aus der Sicht der Kosten- und Leistungsrechnung sind es Anderskosten und da ist es Gewinn. Aber unser Streit jetzt zwischen Axel und mir, der ging jetzt insbesondere dahingehend, dass ich gesagt habe, man kann die Geschäftsbankenbilanz in diesem Sinne nicht heranziehen, weil es natürlich klar, nicht realisierte Kosten werden dort nicht als Gewinn ausgewiesen, aber in der Kosten- und Leistungsrechnung. Und den Punkt hätte ich gerne nochmal von Ihnen kommentiert, Herr Lange oder Herr Reich. Ich finde den Geldschöpfungsgewinn in der Tat nicht in der Geschäftsbankenbilanz, weil es ist eben eine Vermeidung von Kosten, die natürlich im Endeffekt zu einem höheren Gewinn führt, aber der einzelne Posten ist in dem Sinne nicht ausgewiesen. Wenn ich allerdings mir die Bilanz der Geschäftsbanken angucke und sage, wie viel Giralgeld haben sie, das heißt, ich gucke dann auf M1, abgesehen vom Bargeld halt, ich gucke auf deren die Giralgeldguthaben der Banken und sage dann, okay, die Bank hat 100 Millionen Giralgeld. Das war eine Refinanzierung, die sie zu null bekommen hat.
Hätte sie diese Refinanzierung nicht zu null bekommen, hätte sie sich die am Bankenmarkt aufgenommen, hätte sie von mir aus 5% Zins gezahlt. Und dann sage ich, okay, was hat die Bank eingespart? Und eingesparte Kosten führen natürlich am Ende zu höheren Gewinnen. Und damit kann ich das Ganze abschätzen. Aber es ist in der Tat nicht in der Bilanz. Ja, Herr Lange, Sie haben vorhin schon direkt gemeint, dass es eben die erhöhte Zinsspanne ist, die dann hier den Geldschöpfungsgewinn darstellen sollte. Aber in einer vollständigen Konkurrenz oder in einer nahezu vollständigen Konkurrenz müsste sich diese Zinsspanne doch dahingehend dann wieder abbauen, als dass es dann eben ein gerechtfertigter Gewinn wäre. Wie sehen Sie das mit der Konkurrenz im Bankenwesen? Da stimme ich zu. Bei vollständiger Konkurrenz würde nur ein wie auch immer gearteter, angemessener Gewinn übrig bleiben. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Konkurrenzsituation im Bankensystem nicht so ist, wie sie sein sollte. Und das ist sicherlich einer der Ansatzpunkte, wo man was machen könnte, dass man jeder Monopolisierung so gut wie möglich entgegenwirkt. Und in der Vergangenheit haben wir ja zum Beispiel mit der Dresdner Bank und der Commerzbank dramatische Mergers gehabt. Und das war sicherlich nichts, was der Konkurrenzsituation geholfen hat. Das Argument ist dann oft, dass man sagt, wir brauchen große Banken, damit man international bestehen kann. Das Tragische ist natürlich, die Deutschen oder die Europäer sagen das, damit sie konkurrenzfähig sind gegen die Amerikaner. Die Amerikaner benutzen dasselbe Argument gegen die deutschen oder gegen die europäischen Banken. Und am Ende führt es zu einer Konzentration in beiden Ländern, die sicherlich nicht wünschenswert ist. Wäre dann eine Begrenzung der Bilanzsumme so der richtige Weg oder wie könnte man das Ganze lösen? Ich glaube, eine Begrenzung der Bilanzsumme wäre problematisch. Denn Bilanzsummen werden nicht nur dadurch groß, dass Banken merchen. Bilanzsummen werden auch dadurch groß, dass Banken unter Umständen sehr erfolgreich sind. Und wir wollen nicht den Erfolg einer Bank bestrafen, indem wir sagen, du darfst nur bis zu einem bestimmten Deckel wachsen. Ja, was wäre deine Möglichkeit? Ich würde dieses Konkurrenzargument, ich halte das für nicht so stark. Denn wenn man das Konkurrenzargument bringt, müsste man behaupten, dass die Banken einen höheren als gerechtfertigten Preis quasi nehmen. Und das mag vielleicht prinzipiell auch der Fall sein. Ich glaube aber, dass es beim Giralgeld nicht unbedingt der Grund ist. Ich glaube nicht, dass es die mangelnde Konkurrenz ist, dass es keine Zinsen auf die Girokonten gibt, sondern es ist die Art des Girokontos, dass darauf keine Zinsen gezahlt werden, weil es ohne Fristigkeit ist, was ich vorhin schon mal ausgeführt habe. Von daher glaube ich, dass die Konkurrenzsituation da nicht abhelfen würde, weil der richtige Preis für eine etwas, was fällig ist, ist eben kein Zins. Und das, glaube ich, kann ich nicht durch andere Vorschriften für die Bilanz wie eine Bilanz beschränken. Herr Lange, Sie haben gerade die Bilanz angesprochen. Ich habe da jetzt letztens mal wieder nachgeschaut. Die aggregierte Bilanz der deutschen Banken. 27% der Bankbilanzen besteht nur aus Forderungen und Verbindlichkeiten der Banken gegeneinander. Also das ist in der Zwischenzeit eine stolze Summe von etwas über 2 Billionen nur Interbanken gegeneinander Forderungen. Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir können sehen, dass die Banken Kredite bei der Zentralbank aufnehmen. Und wir würden hoffen, dass das zu privater Kreditvergabe führen würde, weil das würde die Wirtschaft ankurbeln, zumindest wenn es an Unternehmen geht. Das passiert aber offenbar nicht. Dann ist die Frage, wo bleiben diese Kredite? Und die bleiben in der Tat auf Interbankkonten oder auf wiederum auf Konten bei der Zentralbank. Es ist für mich ein bisschen schwer erklärbar, aber die einzige Erklärung, die ich sehe, dass Banken in dieser jetzigen Situation großen Wert darauf legen, eine sehr hohe Liquidität zu haben. Eine andere Perspektive ist natürlich vielleicht auch gegeben durch die Financial Instability Hypothesis von Minsky, die besagt, dass sich einfach die Kriterien, die Banken an Sicherheiten bzw. die Kreditwürdigkeit von Kreditnehmern stellen, dass die nach so einer großen Finanzkrise sich ganz stark strenger werden und deswegen die Banken einfach niemanden finden, den sie als kreditwürdig einstufen. Wie stehen Sie dazu? Das ist sicherlich richtig. Das ist sicherlich einerseits psychologisch richtig und das ist andererseits natürlich auch ökonomisch richtig, weil wenn zur jetzigen Zeit einer eine Prognose abgeben sollte, wie in 3 oder 4 Jahren die Wirtschaft ist, glaube ich, könnte man keine verlässliche Prognose abgeben. Und das heißt, wenn ich als Bank einem Unternehmen Kredit gebe, dann weiß ich nicht, ob das Unternehmen in 3 Jahren blühen wird und den Kredit zurückzahlen kann oder ob die Wirtschaft
wirtschaftliche Situation so schlecht ist, dass das Unternehmen schlicht und ergreifend verschwindet. Und als Bank kann ich das Risiko leicht tragen, wenn es um Einzelunternehmen geht. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe, das pleite geht und drei blühen, aber im Moment sind wir eher in der Situation, dass entweder alle blühen werden oder alle pleite gehen. Und das ist natürlich ein ganz erhebliches Risiko für die Banken. Also wenn wir alle gemeinsam das Risiko von den Banken als solches tragen, muss es ja auch irgendeine Möglichkeit der Regulierung geben. Ich sehe drei Möglichkeiten. Das eine ist einzugreifen in das, was die Banken als solches tun. Vorhin wurden auch die Umweltkosten oder ich sage auch mal Gesundheitsschäden und so weiter erwähnt, die die Banken letztendlich verursachen. Das andere ist, dass man zum Beispiel eine Bank gründet, Bank für Energiewende oder so, also Kapital zur Verfügung stellt. Und der dritte Punkt ist, dass ich das Gefühl habe, dass teilweise der Geldhahn abgedreht wird und zu unterschiedlicher Liquidität das Geld zur Verfügung gestellt wird. Das sind so drei Szenarien, die ich mir als Bank vorstellen kann. Der eine Punkt war das mit den Umweltkosten und ich glaube, das hat der Herr Reich ja schon angesprochen, dass man wirklich das Argument hat, es ist ein Unterschied zu einer Raffinerie. Eine Raffinerie produziert negative Kosten. Und indem sie die Umwelt verpestet. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir das nicht verhindern können, durch entsprechende Filteranlagen, dann muss zumindest die Raffinerie in irgendeiner Weise dafür herangezogen werden. Bei der Bank ist es eher so, sie verursacht, weil ja die Zentralbank einspringt im Falle des Falles, verursacht sie nicht direkt irgendwelche Umweltkosten. Allerdings benutzt sie den Service der Zentralbank, die Reputation der Zentralbank, für ihre eigene Glaubwürdigkeit und das ist eine Leistung des Staates, die sie kostenlos in Anspruch nimmt und für diese Leistung sollte sie auch zahlen. Und da kann ich mir schon vorstellen, langfristig, jetzt nicht in der kurzen Frist, da könnten wir uns so einen Eingriff vermutlich nicht leisten, aber langfristig könnte man da sicherlich was machen, sei es entweder generell über eine Gewinnbesteuerung oder wirklich auf den Geldschöpfungsgewinn bezogen, dann wäre es über entsprechende Mindestreserveregelungen oder Mindestreservesätze. Entschuldigung, ich meinte, was Bank mit dem Geld letztendlich finanziert als eine Form des ihrer Macht, vielleicht nicht der Gewinn, aber sie hat die Macht, gewisse Dinge zu finanzieren oder eben auch nicht. Ein Teil davon, das insgesamte Risiko tragen wir und manches fließt in Kanäle, die eher schädlich sind und relativ wenig in sinnvolle Kanäle. Also wenn damit jetzt zum Beispiel insgesamt die Energiewende finanziert worden wäre, hätten wir ja alle was davon gehabt. Ist aber nicht der Fall, dass es für in der Masse für positive Dinge verwendet worden ist. Im jetzigen System könnte man dafür praktisch nur eine eigene Bank für die Energiewende gründen, in dem Sinne. Also wenn wir das Risiko tragen, dann müssen wir auch irgendwie regulierend eingreifen können. Und ja, wo meinte ich das? Da bei dem Gedanken, den Banken zu sagen, welche Kredite gesellschaftlich sinnvoll sind und welche nicht, dabei wäre mir nicht wohl. Bei ihrem zweiten Gedanken zu sagen, wenn wir eine Bank haben wollen, die sich hauptsächlich um die Kreditvergabe im Energiebereich kümmert, dann kann man sowas natürlich als eine öffentliche Bank jederzeit gründen. Und es gibt es ja im Grunde, das sind ja die Sparkassen, die sich schwerpunktmäßig auch um kommunale Projekte kümmern. Da hätte ich nochmal gewissermaßen einen Aufruf. Es gab ja in dem Pad noch eine ganze Reihe von Fragen der Zuhörer, ob jetzt noch eine Frage dabei ist, die man jetzt direkt loswerden möchte. Ansonsten wäre meine Bitte, dass Sie, Herr Lange, Sie, Herr Reich und auch Axel und Nikolai so eine Art resümiertes Schlusswort ziehen. Ja, kann ich, aber muss ich nicht. Also ich fand, es war eine recht interessante Diskussion und ich glaube, da kann ich natürlich meine eigene Sicht nur wiedergeben. Ich glaube, die Diskussion hat klar gemacht, dass Geldschöpfungsgewinne entstehen, solange wir Banken erlauben, Giralgeld zu verwalten. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Banken damit einen Service anbieten, so wie Anwälte einen Service anbieten, bieten sie einen Service für die Wirtschaft an, unsere Zahlungen relativ problemlos zu bewältigen und uns auch Liquidität geben. Daraus würde ich ableiten, dass ihnen auch ein Geldschöpfungsgewinn zusteht. Ich fand das Argument von Herrn Reich sehr interessant zu sagen, Moment mal, da sind ja externe Effekte. Die Banken nehmen einen Anspruch oder nutzen den Service der Zentralbank für ihre Glaubwürdigkeit, weil die Zentralbank im Zweifel als Lender of Last Resort einspringt. Und dafür sollten sie auch langfristig zahlen und dann sollte man ihnen davon vielleicht einen Teil des Geldschöpfungsgewinnes abnehmen. Die große Frage, die bleibt, und ich glaube, die können wir nicht lösen, die ist vermutlich auch unlösbar,
wenn man sagt, man möchte den Zentralbanken einen Teil des Geldschöpfungsgewinnes abnehmen und es dem Staat zufließen lassen, was ich durchaus gerechtfertigt finde. Die große Frage ist, wie viel nimmt man ihn ab und wie viel lässt man ihn? Ich denke mal, man sollte ihn nicht alles abnehmen und man sollte ihn auch nicht alles lassen, aber unglücklicherweise liegen da zwischen dreistellige Milliardenbeträge. Zu dem Ursprungsthema Geldschöpfungsgewinn wiederhole ich da, dass zum Zeitpunkt der Geldschöpfung noch kein Gewinn vorliegt und die Erträge aus dem Kreditvertrag bei Banken als Geldschöpfungsgewinne bezeichnet werden. Kann ich mitleben. Herr Lange hat mehrfach ausgeführt, die Gewinnhöhe von Banken kann in Frage gestellt werden und darf auch in Frage gestellt werden. Und hier kann man wirklich beigehen, wie man das in den Griff kriegen will. Und das Zweite, das Herr Lange auch gesagt hat, ist, die Bankaufsichtsbehörde hat ganz konkret versagt. Die Qualität der Aktiva in Banken ist zu prüfen. Es kann nicht sein, dass Banken sich von ihren Nullwertaktiva, die sie ja mal als Kreditsicherheit genommen haben, meist Finanzprodukte, sich durch Auslagerung in Bad Banks davon befreien können. Diese Banken haben keinen Gewinn mehr, und zwar so lange, bis das ausgeglichen ist. Ich bin da sehr nah an dem, was der Herr Lange gesagt hat, nur eben ein bisschen radikaler. Ich sehe da eine Notwendigkeit eben aufgrund dieser Umverteilung, dieser Verzerrung eben mehr in Richtung einer 100% Mindestreserve zu gehen. Und als Grund würde ich eben anführen, dass zwei Fliegen mit einer Klappe dabei geschlagen werden. Ich glaube nicht, dass das Bankenwesen verschwindet, denn es gab auch früher Moneylender oder Geldverleiher, die nicht die Fähigkeit zur Geldschöpfung an sich hatten. Ich glaube aber, dass dadurch die Banken dann eben zu normalen Unternehmen werden, die auch als normale Unternehmen insolvent gehen können. Wenn ich meinem Nachbar 1.000 Euro leihe, selbst wenn ich ihm eine Million leihe, wird unser Finanzsystem nicht kollabieren, wenn der es mir nicht zurückzahlt. Und ich denke einfach, dass wenn man diese Giralgeldschöpfungsmöglichkeit durch eine hohe Mindestreserve oder eine eben 100% Mindestreserve ihnen nimmt, dass sie dann zu normalen Unternehmen werden und wir eben keine Staatsbank brauchen, die vorschreibt, zu welchen Zinshöhen wohin investiert wird, sondern das können eben diese privatwirtschaftlichen Banken weiterhin tun. Und ich glaube, dass man weiter, das ist der zweite Vorteil, dann eben über diese hohe Mindestreserve dann sogar noch hinausgehen müsste. Denn es ist ja nicht das Buchgeld das große Problem unserer Welt, sondern die viel weitergehenden, viel komplexeren Finanzpapiere, die sich da anschließen, die man dann ähnlich regulieren müsste, meiner Meinung nach. Also zunächst mal möchte ich sagen, dass ich das total super finde, dass wir hier zwei so diskutierfreudige Experten als Gäste gewinnen konnten. Das hat mich echt sehr gefreut. Ich bin durch diese Diskussion davon überzeugt worden, dass man zumindest zum Teil in manchen Fällen von einem Geldschöpfungsgewinn sprechen kann, solange man ganz klar stellt, dass diese Gewinn zusammenhängt mit der Rolle, die die Banken als Zahlungsdienstleister spielen, mit der Verwaltung der Giralgelder und dass da also tatsächlich ein Service bereitgestellt wird. Das ist insbesondere insofern interessant, weil ich eben, wie auch von den Zuhörern ab und zu die Frage kam, hier reingegangen bin und das hatte ich auch anfangs gesagt, mit dieser Überlegung bei vollständiger Konkurrenz sollte sich das eigentlich nichts geben, was die Zinsdifferenz angeht. Und der Geldschöpfungsgewinn, wie er jetzt hier in der Diskussion herausgekommen ist, beruht ja letztlich auf der Zinsdifferenz. Die Frage, warum auf Giralgeld 0% Zinsen bezahlt werden, ist eine sehr interessante. Da ist bestimmt noch nicht das letzte Wort gesagt. Ich fände es ein wahnsinnig interessantes Experiment, einfach eine Bank zu gründen, die sozusagen die Zinsen, die durch das Zinsniveau der EZB vorgegeben werden, weiterreichen. Denn auch wenn natürlich Giralgeld jederzeit fällig ist, wird es doch de facto über längere Zeit gehalten. Von daher wäre es de facto durchaus angemessen, da einen Zins zu haben. Und es wäre tatsächlich interessant zu sehen, ob man nicht da eine Konkurrenzsituation schaffen könnte. Man muss natürlich auch über andere Mittel nachdenken und grundsätzlich stellt sich die Frage, und da habe ich jetzt auch in dieser Diskussion keine Antwort gefunden, das ist aber wohl auch schwierig, inwieweit denn tatsächlich ein Gewinn der Banken gerechtfertigt ist und inwieweit er das nicht ist.
Also war für mich sehr interessant und noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an unsere beiden Gäste. Ja, ich möchte mich diesem Dank anschließen. Ich fand es auch hochinteressant. Ich bin auch sehr zufrieden, dass wir zu einem Konsens oder zu einem weitgehenden Konsens gekommen sind. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, das Thema, dass Banken normale Unternehmen werden, das finde ich auch, ist ein sehr interessanter und ein wichtiger Ansatz erreicht. Und wir haben im Arbeitskreis Geldordnung 2.0 die Idee eines Währungssystems in öffentlicher Hand, in dem nämlich praktisch dieses Währungssystem in öffentlicher Hand die kontoführende Stelle für alle Ansprüche auf Geld wird, dann würde der Geldschöpfungsgewinn automatisch praktisch dort anfallen und auch diese Auswirkungen der Banken könnte dann reduziert werden. Wer da Interesse hat, der ist herzlich eingeladen, da mitzuarbeiten, und ich möchte jetzt praktisch die Veranstaltung beschließen mit nochmal ausdrücklichen Dank an Herrn Lange und Herrn Reich. Ganz herzlichen Dank. Ich kann nur sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Das Thema Senior Rich ist ja leider, muss ich sagen, nicht immer ein Thema, das so oft diskutiert wird. Insofern sind das schlechte Nachrichten für Herrn Reich. Aber es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht, hier zu diskutieren. Und danke für die Einladung. Ich danke auch für die Einladung. Vielen Dank. Und habe mich auch gefreut über das hohe Niveau in der Diskussion. Das hat mich doch positiv überrascht. Denn meistens fängt man da doch wesentlich weiter unten an, wenn man über das Thema reden möchte. Dankeschön.